Damen und Herren, mein Name ist Stefan Krämer. Ich begrüße Sie herzlich im Namen der Wüstner-Stiftung zur heutigen Veranstaltung. Heute ist vieles anders, das haben Sie schon gemerkt. Auch beim Licht ist nur... jetzt wird auch das Licht besser. Wir sitzen ganz vereinzelt, mit großem Abstand hier im Theaterhaus. Ich darf zu Hause vor den Bildschirmen viele Zuschauer begrüßen, die heute nicht hier sein können. Wir hier im Theaterhaus werden die Mund-Nasen-Masken den ganzen Abend übertragen müssen, während der ganzen Veranstaltung. Sonst könnten wir diese Veranstaltung nicht machen. Aber ich bin sehr froh, dass wir sie machen können und dass wir uns letzte Woche entscheiden konnten, gemeinsam mit Thea Dorn, dass wir die Veranstaltung heute durchführen. Für Sie zu Hause am Streaming ist es sicherlich auch etwas ungewöhnlich. Ich weiß nicht, manche davon werden vielleicht sagen, ich wollte schon immer mal auf der Couch diese Diskussion verfolgen, wo ich mir es richtig gemütlich machen kann, statt auf den relativ harten Sitzen hier im Theaterhaus. Vielleicht auch mit einer Tüte Chips oder Erdnüsse mal so dem einen oder anderen intellektuellen Höhenflug auf der Bühne hier was Handfestes entgegenzusetzen. Einige von Ihnen haben es aber nicht raussuchen können, sondern haben aufgrund der Infektionszahlen oder vielleicht auch von persönlichen Gesundheitsrisiken diese Alternative wählen müssen. Und leider sehr viele konnten nicht kommen, weil wir nicht genügend Karten zur Verfügung stellen konnten. Wir haben normalerweise 415 Plätze hier drin und haben jetzt mal gerade ein Viertel der Plätze besetzen können. Aber es ist eben toll, dass wir es trotzdem durchführen können. Was aber heute nicht anders ist, das ist, dass wir wieder ein aktuelles Thema haben. Wie viel Polarisierung verkraften wir in unserer Gesellschaft, in unserer Demokratie, als Bürgerinnen und Bürger in diesem Staat? Und was noch wichtiger ist, dass es wieder so ist, wir haben ein tolles Podium, um diese Frage heute Abend zu diskutieren. Thea Dorn, Oberbürgermeister Boris Palmer und Professor Dr. Julian Nieder-Rümelin. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute da sind. Ich muss, glaube ich, nicht viel dazu sagen, vorzustellen. Also Thea Dorn, Sie haben Ihren eigenen Fanclub im Theaterhaus und auch, glaube ich, vor dem Streaming. Aus den Zeiten Literatur im Foyer, was hier aufgezeichnet worden ist. Natürlich aber auch, weil Sie bekannt sind als Autorin von Drehbüchern, von Krimis und von Sachbüchern, die auch regelmäßig auf den Bestsellerlisten auftauchen. Seit 2017 jetzt im literarischen Quartett des ZDF und seit Anfang des Jahres im neuen Konzept auch Gastgeberin und eine der wirklich pointiertesten Stimmen in diesen aktuellen Diskussionen, die wir in unserer Gesellschaft führen. Wir freuen uns sehr, dass Sie diese Reihe kuratieren und auch auf den heutigen Abend. Professor Dr. Julian Nieder-Rümelin ist einer unserer bekanntesten Philosophen. Er lehrt Philosophie und politische Theorie an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Sie sind vielfach ausgezeichnet. Ich habe mir mal den Bayerischen Verdienstorden gemerkt. Sie sind Mitglied in der Akademie der Wissenschaften in Berlin, Mitglied in der Europäischen Akademie der Wissenschaften und seit diesem Jahr auch stellvertretender Vorsitzender im Ethikrat, was einfach auch immer so ein Hintergrund ist, der zu solchen Fragen vielleicht auch eine besondere Zuneigung hervorruft oder zugewandt sein. Und es ist immer ein intellektuelles Vergnügen, Ihnen zuzuhören, wenn Sie Entwicklungen oder Themen kommentieren. Es ist toll, dass Sie da sind. Und Herrn Oberbürgermeister Boris Palmer brauche ich, glaube ich, auch nicht wirklich vorstellen. Sie waren lange Jahre hier im Stuttgarter Landtag Mitglied. Sie waren auch kommunalpolitisch in Stuttgart aktiv. Jetzt sind Sie seit 2007 Oberbürgermeister in Tübingen, verfolgen dort Ihre Vision von einer blauen Zukunft oder einem blauen Wachstum, was eben Prosperität und Lebensqualität so verbinden soll, dass Klima und Natur nicht darunter leiden. Und nicht nur hier in der Region sind Sie bekannt dafür, dass Sie gerne auch mal mit einem kräftigen Argument oder einem kräftigen Impuls in Diskussionen, Diskurse einsteigen und wir freuen uns deshalb, dass Sie heute auch mit dabei sind. Eine letzte Anmerkung, was heute auch noch anders ist. Wir können Sie leider heute nicht anschließend zu einem Glas Wein oder etwas anderem in das obere Foyer einladen vom Theaterhaus.
Diejenigen von Ihnen, die schon mal dabei waren, werden sofort nachvollziehen können, dass wir diese Intensität und Nähe, die es da immer gegeben hat, beim nochmal Nachhören oder Nachdiskutieren, Erörtern von einzelnen Punkten, die können wir einfach unter den gegebenen Bedingungen nicht realisieren. Versprochen, dass wir es bei nächster Gelegenheit nachholen. Jetzt einen schönen Abend. Ja, zunächst mal, lieber Stefan Krämer, ganz herzlichen Dank dafür. Und der Dank gilt natürlich auch der Wüstenrot-Stiftung, dass wir überhaupt hier sein können. Das war durchaus nicht ganz klar. Bis Mitte letzter Woche gab es einigermaßen eigenwillige Telefonate, die schon in die Richtung gingen, sag mal, ist das legal, wenn ich bei Freunden auf der Couch übernachte, weil ich als Berlinerin und Julia Niederrümelin als Münchner hätten Stand Mittwoch vor einer Woche hier nicht legal in einem Hotel übernachten dürfen, weil, ich weiß nicht, wie es in München ist, in Berlin sagte man mir lachend ein Corona-Test-Ergebnis, 48 Stunden, und man lachte nur, sagte, 5 Tage dauert das im Augenblick. Naja, und dann überstürzten sich am Donnerstagvormittag ein wenig die Ereignisse. Erst hat Winfried Kretschmann bekannt gegeben, dass für berufliche Reisen wenigstens das sogenannte Beherbergungsverbot fällt. Und dann hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg das Beherbergungsverbot insgesamt gekippt. Und in dem Moment wusste ich, jetzt kann ich mich freuen. Ich werde tatsächlich nach Stuttgart kommen und diese Veranstaltung machen. Und ich kann Ihnen sagen, das ist auch für mich heute ein sehr, sehr ungewöhnlicher Abend. Erstens, weil ich Sie so verstreut hier sitzen sehen muss. Und ich bin jedem Einzelnen dankbar, dass er hier ist. Und zweitens, es ist meine zweite Veranstaltung mit Publikum seit Februar, glaube ich, ja. Ich hatte eine Veranstaltung in Jena, wo 35 Leute Publikum sitzen durften. So gesehen ist das ein riesiger Abend heute. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich bedanke mich selbstverständlich auch bei den beiden Gästen, die eingeladen wurden, oder das Thema wurde ja von uns, also von der Wüstenrot-Stiftung und mir schon entworfen, da wussten wir noch gar nicht, welches Schlamassel so richtig auf uns zukommen wird. So gesehen konnten wir bei der Einladung auch gar nicht wissen, dass beide Gäste etwas verbinden wird. Und zwar gab es im April, Ende April, einen Aufruf von 6 Prominenten. Es war unter anderem noch Juli C. dabei, aber eben auch Julia Niederrümelin und Boris Palmer, der eine andere Politik, damals befanden wir uns mitten im Lockdown, der eine andere Politik forderte. Darf ich erstmal eine ganz banale Frage vorneweg stellen, weil ich muss gestehen, als ich das im April gesehen habe, war ich auch überrascht, wie Sie zusammengekommen sind. Kannten Sie sich vorher schon, oder hat, was so eine Vermutung von mir wäre, war Juli C. da vielleicht eine Drahtzieherin? Nein, okay, beide Herren schütteln den Kopf. Wie kam das denn zustande, dass Sie sich im April in einem Aufruf wiederfanden? Das sollten Sie sagen. Sollte ich sagen. Also gut, also erstens kannten wir uns vorher schon, man ist sich schon mal über den Weg gelaufen bei Veranstaltungen in Berlin. Und zweitens haben wir in der Zeit, so Anfang April, beide öffentlich unser Unbehagen darüber formuliert, wie undifferenziert und verbotslastig die Politik ist. Und dann hat Herr Niederrümelin mich tatsächlich mal angerufen und gesagt, ich sehe das wie Sie. Wir müssen eine andere Strategie wählen, eine, die stärker nach Risiko differenziert. Und dann haben wir da immer wieder miteinander Kontakt gehabt und nach dann noch andere Mitstreiter gefunden, bis der Text fertig war. Ungefähr so war es, oder? So ungefähr, ja. Okay. Dieser Text hat gewissermaßen auch polarisiert, das kann man so sagen. Ich habe letzte Woche Juli C. getroffen, die im Literarischen Quartett Gast war. Die meinte, dass es durchaus erstaunliche Dinge gab, die man über sich danach im Netz lesen durfte. Für Sie, Herr Palmer, war das jetzt wahrscheinlich nicht so neu. Sie sind das gewohnt. Und ich möchte jetzt auch erstmal, damit wir nicht, weil die Versuchung einfach so fürchterlich groß ist, dass wir jetzt 75 Minuten lang über dieses verdammte Virus reden, möchte ich das jetzt erstmal einklammern. Ich denke, wir werden da am Schluss zwangsläufig darauf zu sprechen kommen, weil natürlich auch die Debatte, wie gehen wir als Gesellschaft, als Politiker, als Bürger, als Menschen mit dieser Bedrohung um, tatsächlich, glaube ich, eine immense Kraft hat, unsere Gesellschaft auseinanderzutreiben und uns gegeneinander aufzuhetzen. Deshalb kann man dieses Thema nicht ganz ausklammern.
Aber natürlich ist das Thema viel größer. Deshalb die Frage, wie viel Polarisierung verkraften wir? Wir hätten auch fragen können, brauchen wir vielleicht Polarisierung? Ist das nicht vielleicht was Gutes? Und ich habe, da ich ja die deutsche Sprache liebe und schätze, das gemacht, was ich gerne tue, wenn so ein Begriff auftaucht, über den man sich Klarheit verschaffen will. Ich habe mir mal angeguckt, wann taucht der eigentlich auf in der deutschen Sprache und was bedeutete der ursprünglich mal? Wann wird so ein Begriff zum Modebegriff, zum Schlagwort? Und wenn man da anschaut oder da nachschlägt, wo man sich zum ersten Mal über die deutsche Sprache schlau machen kann, wird man feststellen, dass das Wort polarisieren tatsächlich im späten 18. Jahrhundert zum ersten Mal auftaucht. Und da sie beide, das wurde vorher noch nicht gesagt, beide auch Mathematik studiert haben, Nida Rümelin sogar auch noch Physik, es taucht im Zusammenhang mit der damals gerade entstehenden Wissenschaft man erforscht die Elektrizität. Das ist eigentlich in der Physik taucht der Begriff auf, weil es ist klar, in dem Moment, wo der Elektromagnetismus als physikalische Kraft entdeckt wird, stellt man fest, da muss es Pole geben, eben ein Plus und Minus, sonst fließt kein Strom, gibt es keine Spannung. Und deshalb finden sich im Grimmschen Wörterbuch die ersten Verzeichnisse, dass da polarisiert wird bei Goethe und Humboldt und sie meinen damit aber naturwissenschaftliche Vorgänge. Interessanterweise haben sich das dann die Romantiker, das waren die ersten, die das aufs Weltbild gewissermaßen übertragen haben, die fanden das ganz toll, dass die Welt aus krassen Polen besteht, aus Tag, Nacht, Mann, Frau, Liebe, Hass. Und das romantische Weltbild sagte, ja, also das ideale Leben ist genau das, was zwischen krassen Polen oszillieren kann, was dazwischen schwebt, was sich nie genau festlegt, nicht einseitig Partei ergreift. Die begriffen haben, dass diese Pole auch untrennbar zusammengehören. Ich will jetzt kein philosophisches Referat halten, das darf dann nachher Nida Rümelin tun. Aber es ist interessant, dass dann, das war gewissermaßen das letzte Mal meiner Sicht nach in der deutschen Geistesgeschichte, dass man sagte, doch, ein polarisierter Zustand ist eigentlich was Tolles. Es müssen nur beide Pole begreifen, dass sie zusammengehören. Und dann tauchen ja eher diese Geistesbewegungen auf. Das geht dann natürlich bei Hegel los und wird von Karl Marx auf die Gesellschaft angewandt, die auch sagen, klar, krasse Gegensätze prägen die Dinge, aber die müssen aufgehoben werden. Das Ideal ist eher, also vor allem dann natürlich bei Karl Marx, bei Hegel ist es etwas komplizierter zu verstehen, was er eigentlich meint, dass es einen widerspruchslosen Zustand idealerweise gibt, in den die historische Entwicklung entweder von selber hintreibt oder bei Karl Marx wäre die Auffassung, dass der Kampf des Proletariats dazu führen muss, dass wir irgendwann diese Polarisierung letzten Endes überwinden. Nun, richtig Fahrt aufgenommen hat der Begriff, und das wird uns vielleicht nicht überraschen, in den letzten 5 bis 6 Jahrzehnten, oder sagen wir doch, es hat mich sogar überrascht. Ich hätte nämlich gedacht, dass das Wort höchstens seit 20 Jahren Karriere macht. Und ich habe dann, es gibt sehr interessant, wenn Sie sowas interessiert, digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, die machen Wortverlaufkurven. Also wir gucken ja eh ständig den ganzen Tag auf irgendwelche Zahlenkurven und sehen da immer exponentielle Dinge. Das Wort polarisieren hat auch so eine exponentielle Kurve und die setzt tatsächlich in den 1960ern schon ein, geht aber in der Tat rasant erst nach oben seit ungefähr 20 Jahren. Meine erste Frage auf meinem Podium wäre, also ist das tatsächlich so, dass wir eine beschleunigte Polarisierung in den letzten, mein erster Eindruck wäre gewesen, vielleicht 5 bis 10 Jahren erleben? Oder ist das interessant oder sollte man das ernst nehmen, was dieses digitale Wörterbuch bei den Wortzählungen verrät, dass anscheinend irgendwas vielleicht schon früher, nämlich in den 60er, 70er Jahren begonnen hat, dass in dieser Gesellschaft sich was verschiebt, dass Gegensätze krasser werden? Herr Palmer, haben Sie oder egal, wer anfangen will. Ich würde gern weitergeben, weil bis in die 60er Jahre blicke ich nicht zurück. Oh, das war jetzt eine wahnsinnig charmante jetzt. Überleitung an Julian Nida Rümelin. Damit hätten wir auch geklärt, wer hier den größten Rückblick hat. Boshafte Anspielung auf mein vorgerücktes Alter. Also sagen wir so, wenn man in die politische Geschichte zurückblickt, dann muss man sagen, das 19. Jahrhundert, Deutschland war noch keine Demokratie, aber andere Länder waren in der Zeit schon in der Demokratie, war natürlich von extremen Polarisierungen oder Polaritäten geprägt. Man kann sagen, die wichtigen Parteiformationen waren Weltanschauungsgemeinschaften. Da war man eben in der einen Partei christlich gestimmt und in der anderen Partei atheistisch. Ja, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, das hält sich noch über die Weimarer Republik.
und löst sich eigentlich erst in der Nachkriegszeit auf. Und jetzt die Älteren unter uns werden vielleicht noch einige Erinnerungen haben an heftige Auseinandersetzungen, so Stimmen im konservativen Spektrum wie die von Dräger oder Franz Josef Strauß. Formulierungen, wenn man die heute raussucht, dann würde man vermuten, das sind AfD-Politiker. Das ist heute in der CDU nicht mehr hörbar, solche Formulierungen. Und jedenfalls lange Zeit verstand sich zum Beispiel die Sozialdemokratie immer noch als Klassenpartei, die die Interessen einer Klasse vertritt. Also polarisierter geht es ja kaum. Das heißt, die Verständigung zwischen diesen großen Formationen war ja auch nicht ganz einfach. Und jetzt nochmal an die, die die 70er Jahre vielleicht ein bisschen miterlebt haben. So eine Figur wie Willy Brandt polarisierte extrem. Für die einen war er ein Herr Frahm, uneheliches Kind und Vaterlandsverräter, weil er eben in den skandinavischen Ländern sich während der NS-Terrorherrschaft aufgehalten hat und sicher auch gegen das damalige Nazi-Deutschland agiert hat. Und für die anderen war er die Lichtgestalt. Also von daher bin ich sehr skeptisch, wenn gesagt wird, Polarisierung ist jetzt ein Phänomen der jüngsten Zeit. Ich glaube, es ist das kurze Gedächtnis, kurze historische Gedächtnis, was diesen Eindruck erweckt. Wir hatten eine Phase, in der sich die ideologischen Gegensätze gewissermaßen pragmatisch aufzulösen schienen oder weitgehend auflösten. Wir hatten immerhin zwei Kanzlerschaften, die beide sehr pragmatisch agieren. Das gilt für Schröder mit wenigen Ausnahmen und für Merkel mit wenigen Ausnahmen. Merkel macht eine leicht linkere Sozialpolitik, als Schröder es sie gemacht hat, um das mal so ein bisschen zu ironisieren. Das heißt, wir haben einen Modus, wir sind ja in der Kanzlerdemokratie, das heißt, die Kanzlerin oder der Kanzler setzt die Standards gewissermaßen der Politik, die ist durch und durch zentristisch. Man nimmt Argumente und Projekte auf, wenn sie vernünftig erscheinen, die müssen nicht unbedingt im eigenen ideologischen, in der eigenen ideologischen Formation akzeptiert sein oder auch aus dieser Formation hervorgehen. Und ich will mal, damit ich nicht zu lange rede, sage, dazu fügen, eigentlich muss man fragen, wie viel Polarisierung verträgt das Land, aber auch wie viel Polarisierung ist nötig? Und man könnte zu dem Befund kommen, wir hatten ein paar Jahre oder vielleicht sogar zwei Jahrzehnte, in denen wir zu wenig Polarisierung hatten. Und wir sind jetzt wieder in einer Phase der Reideologisierung. Das geht in vielen mir zu weit, aber da wird etwas nachgeholt, was vielleicht verloren gegangen ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Boris Palmer, wenn wir genau in die Zeit zurückgehen, wo ja Ihre ersten politischen Erfahrungen anfangen, 90er Jahre und dann eben natürlich auch die Nuller. Weil also ich habe mal ein Buch, 2010, ist jetzt gerade 10 Jahre alt, das hatte den Titel Ach Harmonistan. Ich muss heute lachen, wenn ich das Buch bei mir im Regal stehen sehe, weil hätte nicht gedacht, dass ich 10 Jahre später denke, oh lala, vielleicht ist dieses Land eben eher am sich giftig verkrachen. Also mein akuter Eindruck muss 2010, das sind gesammelte politische Essays gewesen, offensichtlich gewesen sein. In diesem Land wird viel zu wenig gestritten. Es ist eben alles, wie Nida Rümlin das ja eben richtig skizziert hat, es herrscht so ein gewisser pragmatischer Regierungsstil. Die Ideologien sind im Wesentlichen vorbei. War das auch Ihr Eindruck? Also wenn wir jetzt mal nicht fragen, was in den 60er, 70ern, sondern 90er, Nullerjahre? Ja, war mein Eindruck. Ich kann das auch voll nachvollziehen, wie Sie es gerade erklärt haben. Deckt sich mit dem, was ich aus Erfahrungen und Berichten so kenne und kann da nahtlos dran anschließen. Dabei glaube ich aber, ist entscheidend, über den Begriff zu sprechen. Polarisierung ist für mich nicht negativ. Ich bin auch jemand, über den häufig in der Zeitung oder sonst wo geschrieben steht, wenn Leute sachlich über mich berichten wollen, dass ich polarisiere. Also wenn nicht inhaltlich gewertet wird, dann wird dargestellt, dass Leute sehr verschiedene Meinungen über mich haben. Ich finde es erstmal gut und richtig, weil ich die Grundthese teile, dass wir zu wenig richtig streiten. Ich glaube nicht, dass wir zu viel Streit haben, sondern dass wir zu wenig streiten und viele Streitpunkte auszuklammern versuchen oder gar nicht zulassen, dass darüber tatsächlich mal die Fetzen fliegen. Und dann sucht sich das eine andere Form, diese Energie sucht sich eine andere Form der Auseinandersetzung. Und deswegen ist eigentlich die nächste Stufe nicht die Polarisierung aus meiner Sicht das Problem, sondern dass dann aus Polarisierung Diffamierung, Verurteilung, Abwertung, Ausgrenzung wird.
Das müsste bei Polarisierung ja gar nicht sein. Und diesen zweiten Effekt, den beobachte ich im letzten Jahrzehnt, also den letzten 10 Jahren, den beobachte ich sehr stark, dass das immer mehr zunimmt. Es gibt ein paar Triebkräfte dafür, das Internet hilft bestimmt nicht. Wahrscheinlich kehrt es eher das Schlechte aus dem Menschen raus, die Anonymität, die Bereitschaft, sofort draufzuhauen. Ich habe jetzt allein dieses Jahr so grob 200 Morddrohungen und Todeswünsche erhalten aus anonymen Quellen. Das war früher eines im Jahr. Also das könnte man auch unter exponentielles Wachstum wahrscheinlich verbuchen. Und das Erscheinen der AfD war eine Triebfeder dafür. Die Flüchtlingskrise war eine Triebfeder dafür. Jetzt die Corona-Krise ist eine Triebfeder dafür. Und ich glaube, darüber müsste man sprechen, wie es wieder gelingt, Streit zu zivilisieren. Polarisierung finde ich gut, aber der Streit soll zivilisiert ablaufen. Denn wenn ich auch noch einen Philosophen zitieren darf, ich glaube, das muss ich machen, sonst falle ich ja völlig ab, dann würde ich Lord Dahrendorf wählen, also natürlich ein Tübinger Professor, wobei ich könnte immer natürlich auch Sie zitieren. Natürlich ein FDPler. Auch das. Ich könnte immer Sie zitieren, weil Sie waren ja auch ein Jahr mal Tübinger Professor, aber ich nehme jetzt Dahrendorf, der diese schöne These formuliert hat, dass in der Demokratie der Streit integriert. Klingt erstmal kontraintuitiv, aber wenn Sie, ich sehe, einige von Ihnen haben Erfahrungen mit längeren Beziehungen, wenn Sie drüber nachdenken, wenn Sie drüber nachdenken, dann ist es so, wenn Sie sich nichts mehr zu sagen haben, wenn Sie nicht mehr miteinander streiten können, ist die Beziehung zu Ende. Solange Sie im Streit sind, haben Sie dieses Integrationsinstrument. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass wir positiv bewerteten Streit in der Gesellschaft fördern und nicht irgendwie unterdrücken oder wegzuwischen versuchen. Aber das ist ja, glaube ich, einer der Punkte, die sich auch aus meiner Sicht verschoben haben, dass es diese Idee, also das, was Sie gerade, Herr Palmer, skizzieren, würde ich auch sagen, das ist das, was man sagt, ja, da gibt es gegensätzliche Positionen in einem bestimmten Punkt, aber man teilt noch irgendeinen gemeinsamen Grund, eine gemeinsame Grundlage. Und vor dem Hintergrund, weil man was Gemeinsames, also wenn wir jetzt beim Beziehungsbeispiel bleiben, erhalten, weil man sich wenigstens, man ist sich nur darüber einig, dass man diese Beziehung erhalten will. Man hat zwar überhaupt keine Ahnung wie, aber darüber ist man sich wenigstens einig und ist möglicherweise das eine der tieferen Schichten, die sich hinter dieser oberflächlichen Diagnose, dass alles immer polarisierter zugeht, verbirgt, dass wir uns inzwischen nicht mehr so sicher sind, dass es noch diesen, englisch gesagt, Common Ground gibt, der in einem solchen Land verfochten werden soll? Oder ist da inzwischen nicht eben eine Giftigkeit im Spiel, dass man sich wechselseitig vorwirft aus den unterschiedlichen Lagern, die auseinanderdriften, also einem linksprogressiven und einem rechten, das zunehmend in Richtung einer AfD gedriftet ist, dass die einen jeweils sagen, ihr verratet dieses Land, ihr macht dieses Land kaputt, und die anderen sagen, ihr bereitet das nächste Grauen rassistischer und ähnlicher Natur vor, wenn wir euch machen lassen. Also es ist ja auch so ein, oder täusche ich mich da, sind da meine Ohren zu sensibel eingestellt, so ein merkwürdiger Weltenretterton seit einer Weile auch am Werk, wo man den Eindruck hat, also es gibt keine legitimen Gegenpositionen mehr. Der andere ist ein Feind, den man auszuschalten hat. Ist das, oder also ist das erstmal überhaupt eine Beschreibung, dass sowas gerade in unserer Gesellschaft passiert? Oder kann man sagen, Frau Dorn, jetzt seien Sie mal nicht so empfindlich, eine Frau, die für ein Ressort schreibt, das Streit heißt, muss aushalten, dass sie ordentlich auf die Nische kriegt? Wie sehen, also ist da eine neue, so ein Weltenrettertum, das den Eindruck hat, wenn wir dem Gegner nur 1 Zentimeter Quadratgewinn zulassen, dann sind wir gleich im Vierten Reich gelandet, dann geht diese Welt unter. Umgekehrt, die anderen Seiten, die glauben, wenn wir die, wie heißen sie immer dann, linksgrün versifft oder wie sie genannt werden, wenn wir die machen lassen, dann eben, berühmtes Zitat, schafft sich Deutschland ab. Also es geht gleich immer um die maximale Apokalypse, wenn man dem anderen nur irgendwie 1 Zentimeter Raum gibt. Also Ihre Frage, finde ich, hat eine politische Dimension, aber auch eine philosophische, die ziemlich in die Tiefe geht. Ich weiß nicht, ob wir dazu jetzt die Zeit haben, darauf einzugehen. Ich bleibe mir erstmal bei dem politischen Aspekt. Also wenn es im Grundgesetz zum Beispiel heißt und ähnlich in anderen Verfassungen, alle Macht oder alle staatliche Gewalt geht vom Volk, gemeint ist Demos, nicht Ethnos, also Staatsbürgerinnen und Staatsbürgerschaft aus, dann muss sich ja das irgendwo manifestieren. Und es manifestiert sich unter anderem in den regelmäßigen Wahlen, zum Beispiel eben für das nationale Parlament oder für Landesparlamente oder wie auch immer. Und da fragt man sich ja, wie
kann man sich das eigentlich vorstellen? Die wählen irgendeine Partei und wie wirkt sich jetzt die Meinungsbildung im Demos aus auf das, was dann nachher geschieht? Und gerade in, das ist nun sehr unterschiedlich von Demokratie zu Demokratie, aber ganz wesentlich dafür ist, dass am Ende eines Wahlabends die Bevölkerung das Gefühl hat, aha, wir zählen, es wirkt, wir haben jetzt abgestimmt in einer bestimmten Weise und das hat dann auch eine Folge. Und im Zweifelsfall in einer Kanzlerdemokratie heißt das, wir bestimmen jetzt, weil wir die Mehrheit haben, die Richtung der Politik, die Richtlinien heißt es immer so schön, dadurch, dass eben wir einer bestimmten Parteienformation oder einer Partei die Mehrheit gegeben haben. Dieses Modell setzt voraus, dass es um Wesentliches geht, dass sich da Politikentwürfe gegenüberstehen, umso mehr Parteien, umso unübersichtlicher wird das. Wenn gewählt wird und die 2 Monate oder 3 Monate verhandeln, in welcher Formation überhaupt die Regierung gebildet wird, dann entsteht der Eindruck, ja wir spielen ja gar keine Rolle. Das italienische Drama, was es jahrzehntelang immer wieder gegeben hat. Die Mehrheitssysteme, Mehrheitswahlsysteme sind da sehr viel brutaler. Großbritannien, entweder oder. Ja, die anderen fallen durch den Rost. Deswegen würde ich sagen, gerade in einer so verfassten Demokratie mit Verhältniswahlrecht muss eine gewisse Polarisierung sein. Es muss klar sein, was sind die Optionen, die zur Wahl stehen. Und diese dauernden taktischen Spielchen, wir lassen mal offen, mit wem wir vielleicht koalieren und da müssen wir mal sehen und so, sind eigentlich diesem Grundprinzip der Demokratie abträglich, nämlich dass die Bürgerschaft entscheidet über die Grundausrichtung der Politik, also Polarisierung. Jetzt bleibe ich kurz noch, wenn ich darf, bei der politischen Dimension. Das andere ist allerdings, dass es ganz wesentlich ankommt in einer Demokratie darauf, dass Argumente, Sie hatten das ja auch schon angesprochen, dass Argumente ausgetauscht werden und keine Freund-Feind-Verhältnisse. Karl Schmidt ist nicht nur bei den Rechten beliebt, sondern auch beim Teil der Linken, weil er Politik als Freund-Feind-Verhältnis definiert. In dem Moment, wo Politik ein Freund-Feind-Verhältnis ist oder so empfunden wird, geht es nicht mehr um Argumente, um das bessere Projekt, um die stimmigere Zukunftsvision, sondern geht es darum, eben zu diffamieren, bis hin zum geistigen Bürgerkrieg. Und das ist jetzt keine intellektuelle Spinnerei, sondern, und zwar nicht erst seit 2016, schon seit vielen Jahren, schlittern manche noch dazu alte und ehrwürdige Demokratien, wie zum Beispiel die USA, teilweise auch Großbritannien, in eine solche Situation des geistigen Bürgerkrieges hinein. Es geht nicht mehr um den Austausch von Argumenten, sondern nur noch, auf welcher Seite stehst du? Deswegen will ich jetzt paradox formulieren und sagen, ohne Polarität keine Demokratie, aber auch ohne Zentralität keine Demokratie. Wir müssen uns so weit einig sein über wichtige Normen, Werte, Tatsachen, dass wir überhaupt miteinander ein begründendes Gespräch führen können, weil wir ansonsten uns nur anschreien würden. Aber das ist ja wahnsinnig interessant, dieses Paradox, dass wir, also was Sie zuerst gesagt haben, deckt sich ja ziemlich mit dem Eindruck, den ich von der Bundesrepublik in den 90ern bis in die Nullerjahre rein hatte. Also man kann die Parteien ja gar nicht mehr klar konturieren. Eben ein konservativer SPDler war teilweise dann irgendwie rechter, was immer das dann konkret heißt, als meinetwegen die Kanzlerin. Und so, also da gab es ja keine klaren politischen Lager. Das hat dazu geführt, dass es offensichtlich so einen Überdruss an dieser Einheitssoße irgendwie gab, die man im günstigsten Falle als pragmatisch orientiert beschreiben kann. Nun erleben wir ja aber, Sie sagen es ja selber, eine noch krassere möglicherweise Polarisierung haben wir in den USA, wo wir ja nun gar nicht mehr, sondern ein krasses Zwei-Parteien-System haben, da ist die Lage ja fast noch schlimmer. Und muss man dann nicht irgendwie zu dem Schluss kommen, es kann weder das eine noch das andere, sondern es muss was Tieferes, es muss noch was anderes sein, wenn zwei so hoch unterschiedliche Systeme, wo man sagt, die einen hatten eher 15 Jahre eines merkwürdigen, jeder koaliert mit jedem oder jeder muss eigentlich mit jedem koalieren können, Annäherungsgeschehens, die anderen hatten eine klare Figur wie einem Obama 8 Jahre lang an der Spitze und das hat dazu geführt, dass dieses Land danach zerstrittener ist als je, also da ist die erhoffte Integrationswirkung ausgeblieben, muss man dann nicht, Boris Palmer, irgendwie sich anfangen zu fragen, wenn das alles gerade in vielen westlichen Ländern so in dieses giftige Schlamassel gerade reinrattert, müssen dann die Gründe nicht noch ganz woanders sein? Mag sein, da müssen wir noch weiter forschen.
Ich würde aber die These in zwei Teile zerlegen. Einer stimme ich zu und einer stimme ich nicht zu. Die eine haben wir alle drei jetzt, glaube ich, gleich beschrieben, nämlich der Diskurs wird zunehmend vergiftet, es wird verhetzter, es wird verteufelt, es wird feindseliger. Das scheint allen drei so zu sein. Was ich aber nicht glaube, ist, dass der Verlust der gemeinsamen Basis, nochmal Beziehungsbeispiel, die Ursache ist, oder überhaupt auch nur zu diagnostizieren. Ich habe den Eindruck, allenfalls für ein Viertel, wahrscheinlich weniger jedenfalls in Baden-Württemberg, für ein Viertel der Bevölkerung ist dieses Problem maßgeblich. Also das sind alles Mainstream, Lügenpresse und so weiter. Das sind relativ wenig Leute in Tübingen, die mir sowas sagen. Ich schätze in Tübingen vielleicht 5%, mehr nicht. Also die große Gemeinsamkeit ist eigentlich nicht verloren gegangen. Aber auch die, die diese Gemeinsamkeit weiter haben, verfallen in diese vergifteten Muster und verteufeln sich gegenseitig. Das geht ja in meinem Fall so weit, dass meine eigene Partei mir aufgrund Meinungsverschiedenheiten, die vielleicht 3% des Parteiprogramms betreffen, jetzt den Stuhl vor die Tür setzt und sagt, wir wollen mit dem nichts mehr zu tun haben. Obwohl sie nie mit mir in der Sache tatsächlich ernsthaft mal diskutiert haben. Ich habe meinen Parteivorsitzenden im Land und im Bund immer angeboten, macht mal eine Veranstaltung mit mir, besprechen wir das doch, diskutieren wir doch diese Unterschiede. Das wurde immer abgelehnt. Und am Ende kommt dann plötzlich so ein Landesvorstandsbeschluss raus, wo man sagt, der soll bitte die Partei verlassen. Und das, obwohl man sich weitgehend einig ist in fast allen Fragen. Ich erzähle es jetzt nicht, um mein Leid zu schildern. Ja. Nein, ich habe das in der Vorbereitung auf dieses Gespräch auch nochmal versucht zu verstehen, was da deutlich zu machen, genau das nichts, Problem ist. Das liegt nicht an fehlenden Gemeinsamkeiten, sondern an der fehlenden Bereitschaft, sich zivilisiert zu streiten. Das will man schon gar nicht mehr zulassen. So ist meine Diagnose. Was da noch an tieferen Ursachen hinzukommt, außer den genannten Triebfedern. Da würde ich jetzt auch wieder Tübinger zitieren. Erstens Hegel, zweitens Pörksen. Pörksen hat ein Buch gerade geschrieben, Die große Gereiztheit. Und was dort steht, glaube ich, kann man alles als zutreffend beschreiben. Und Hegel hat uns ja mit der Dialektik eine Erklärung für fast alles geliefert. Zumindest würde dieser Pendelschlag von der Harmoniesoße in die Verteufelung ganz gut passen. Das würde uns auch die Hoffnung lassen, dass diese Gegensätze sich irgendwann wieder in was Neuem auflösen können. Ich finde, wir sollten dran arbeiten. Und die einfachste Lösung, die mir derzeit greifbar scheint, ist zunächst mal, andere Meinungen mit Respekt zu behandeln und in den Diskurs zu treten und nicht zu fragen, wer sagt etwas, sondern was ist das Argument. Und da habe ich ein Gegenargument. Wenn man das einfach mal als Grundprinzip der Debatte wieder vor alles andere stellen würde, dann wären die meisten dieser Probleme schon weg. Das ist wahrscheinlich ein gesunder Pragmatismus. Was ich daran schwierig, also die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, was spielen, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, wir lassen mal die sozialen Medien, die sich ja eine massive Rolle bei diesem Ganzen, bei dieser Entwicklung spielen, die lassen wir jetzt mal einen Moment draußen. Ich frage mich, welche Rolle spielen aber auch die klassischen Medien bei sowas? Also zum Beispiel, als ich jetzt versucht habe, rauszukriegen heute bei Recherchen, wann da genau diese ersten Briefe kamen aus der Partei, wo jemand sagte, Herr Palmer muss raus, der ist nicht länger tragbar, hatte ich einen Brief gefunden, das waren so um 100 Erstunterzeichner aus wesentlichen Kreisverbänden, wenn ich das richtig gesehen habe. Berlin. Wenn ich es weiter richtig gesehen habe, waren das zu 80% verschiedene Berliner Kreisverbände. Ich muss ganz ehrlich sagen, 2,5 Namen kannte ich, ich lebe in Berlin, den Rest nie gehört. Das wurde aber in fast allen klassischen Medien jetzt auch erstmal aufgenommen, als nach dem Motto, die Grünen wollen, dass der Palmer raus muss. Was ja einen unglaublichen Verstärkungseffekt gibt. Also einen Verdacht, den ich habe, kann es nicht auch sein, dass wir es mit einem Versagen, um es so krass zu formulieren, von klassischen Medien zu tun haben, dass sie jeden Erregungssturm, um das englische Wort jetzt mal nicht zu benutzen, jeden Erregungs- und Hasssturm, der da im Internet tobt, selber verschlagzeilen, also ihm gewissermaßen die Würde einer Zeitungsmeldung in der analogen Welt geben und damit kriegen auf einmal diese Dinge ein ganz merkwürdiges Gewicht, was völlig außerhalb der Proportion ist. Könnte das sein, Herr Niederrümelin, ich meine, Sie sind auch ein aufmerksamer Medienverfolger und auch ein Teilnehmer an diesen Medien, dass da irgendwas auch in den klassischen Medien sehr, sehr schief läuft? Also sagen wir mal so, Sie haben gesagt, wir klammern jetzt mal Social Media aus, aber das kann man bei der Frage ja nicht tun. Ne?
Wenn man, da gibt es ja auch unterdessen viele sorgfältige, teilweise sehr mathematische Analysen, was da so im Einzelnen vor sich geht. Und man kann ganz vergröbernd sagen, was da stattfindet, ist, dass in einer Infrastruktur der digitalen Kommunikation, Internetkommunikation, die sehr gut funktioniert für das Handling, den Umgang mit kommerziellen Interessen. Also wenn Sie irgendwann sich für einen, jetzt mal politisch unkorrekt, hochmotorisierten Cabrio interessieren, dann kriegen Sie dauernd Angebote. Das ist eine vernünftige Praxis, das ist gut eingestellt in den Algorithmen. Wenn das gleiche Muster auf politische oder philosophische oder allgemein gesellschaftliche Diskussionen ausgedehnt wird, dann entsteht automatisch eine Katastrophe, weil Sie dann jeweils das verstärkend bekommen, was Sie jetzt gerade meinen, mit der Folge, dass Sie sich immer mehr, ob Sie es wollen oder nicht, Sie merken es gar nicht, gewissermaßen einschließen in einem sozusagen einem Netz von Kommunikationen, die Ihre Tendenz stützen. Und dadurch entsteht diese Parzellierung auf den Social Media. Die Leute fühlen sich dann zu Hause bei sich, bei ihren Freunden, die irgendwie ähnlich glauben wie sie. Und dann gibt es Anleitungen, du hör mal bei deinem Freundesliste, da sind aber auch Leute, die haben einen dubiosen Hintergrund, die musst du unbedingt entfreunden. Also dann werden sie entfreundet, dann verengt sich das noch stärker. Und die traditionellen Printmedien haben jedenfalls in ihren besten Zeiten immer die Vorstellung gehabt, wir haben eine Bringschuld gegenüber der Öffentlichkeit, nämlich darzustellen, um was für Fragen geht es, also Informationen, aber auch Meinungsvielfalt abzubilden. Da gibt es natürlich viele Debatten und die Frage ist, wie ist das um die innere Pressefreiheit und was ist mit Tendenzunternehmen? Da gibt es auch interessante juristische Urteile, ja, die nicht unproblematische Wirkung gehabt haben. Aber die Idee jedenfalls öffentlich-rechtlichen, jedenfalls ist öffentlich-rechtlich. Und ein Gutteil der seriösen Printmedien ist immer gewesen, wir sind nicht primär jedenfalls Sprachrohr für irgendwen oder für irgendwas, sondern wir sind ein Forum, auf dem Vielfalt, Unterschiedlichkeit, Informationsseriosität dargestellt wird. Und deswegen würde ich mir erwarten, zweierlei. Einmal, dass die, nennen wir es jetzt mal seriösen Medien, ein Gegengewicht bilden zu bestimmten Automatismen, die sich in den Social-Media-Bereichen entfalten. Ja, ich mache es jetzt mal so ganz kurz. Und zweitens, glaube ich, brauchen wir eine Diskussion darüber, ob es auf Dauer tragfähig ist, dass die immer gewichtigere Internetkommunikation auf einer Infrastruktur beruht, die einige wenige große Tech-Unternehmen mit kommerziellem Interesse bereitstellen. Eine Frage, die merkwürdig nur am Rande diskutiert wird. Es gibt immer mehr, die das sehen, aber es hat bislang keine wirkliche Wirkung gehabt. Eine solche Veränderung, nämlich eine digitale Infrastruktur, am besten, meine ich, in öffentlich-rechtlicher Verantwortung bereitzustellen, das wäre eine große Aufgabe der Europäischen Union. Die Europäische Union ist der größte Wirtschaftsraum der Welt. Es wäre möglich, es wäre politisch durchsetzbar, es wäre auch rechtlich möglich. Bislang passiert es nicht. Und da mache ich mir schon Sorgen, weil die Korrektive erstens nicht richtig wahrgenommen werden, wie Sie es geschildert haben. Eher ist so eine Art Echokammer, dass dann nochmal das aufgenommen verstärkt wird gelegentlich, was in den Social Media sowieso schon schief läuft, wird dann nochmal durch Rezeption nochmal verstärkt. Das, glaube ich, ist eine sehr interessante Beobachtung. Und zum Zweiten gibt es eine massive Verschiebung, jedenfalls bei den jüngeren Jahrgängen. Das heißt, dieses Korrektiv wird immer schwächer und schwächer und ich weiß nicht, ob wir dem weiter so zuschauen können. Das ist ja das nächste Problem. Dass es doch einen klaren Trend gibt, dass eher die analogen Medien in ihrer eigenen Ratlosigkeit, weil den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern sozusagen rutscht die Alterspyramide beim Publikum langsam weg, um es irgendwie höflich auszudrücken. Die Zeitungen sind ökonomisch massiv unter Druck und deshalb kann man das denen ja auch jetzt erstmal in dem Sinne nicht übel nehmen, dass da ist die Not groß. Und in dieser Not werden ja dann eher, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob Persönlichkeiten das richtige Wort ist, Figuren möchte ich auch nicht sagen, aber sagen wir mal Personen, die Prominenz und große Followerschaft im Internet haben, die werden in diesen klassischen Medien ja auch jetzt sozusagen mit Kanälen bedacht. Und
Meine Vermutung ist, oder das ist was, was ich bei den klassischen Medien ja schon seit längerem feststelle, ist, dass es so einen eigenwilligen Trend gibt. Früher hätte man es wahrscheinlich noch Boulevardisierung genannt, das ist wahrscheinlich inzwischen sogar zu harmlos, aber dass die schlichte Tatsache, dass man zum Beispiel wieder melden kann, Zoff um Palma, das ist die eigentliche Meldung. Es ist schon völlig egal, was da jetzt eigentlich genau Argumente sind oder ob Sie gute Gründe haben oder ob Ihre Gegner in der Frage gute Gründe haben, sondern die eigentliche Meldung ist, wow, es gab Zoff. Also bin ich da jetzt zu medienkritisch oder ist das ein Eindruck, wenn Sie sich die Schlagzeilen über sich selber angucken? Haben Sie den Eindruck, und die Frage ist, wie verderblich ist es für sich selber, für Sie selber, weil Sie sind ja ein gewiefter Fuchs, wenn ich das so sagen darf, auch im Umgang mit Öffentlichkeiten. Wie sehr verleitet das einen auch selber dazu, dass man weiß, die Öffentlichkeit, die Aufmerksamkeitsökonomie rennt natürlich auch immer genau dahin, wo irgendwas Krasses passiert, wo man eine Zoff-Schlagzeile draus machen kann. Wenn Nida Rümelin einen ausgewogenen Vortrag hält irgendwo, wo er möglicherweise was Ähnliches sagt, hat er keine so und so viele Klicks und Schlagzeilen am nächsten Tag. Wenn der Palmer mal wieder einen seiner Palmas rausschießt, geht der durchs ganze Netz. Also inwiefern haben Sie manchmal auch den Eindruck, dass Sie sich da vor sich selber oder vor dieser Tendenz schützen müssen? Also es ist schön, dass Sie mir jetzt schon ein eigenes Substantiv gönnen, das Palmern, das finde ich. Ja. Ich glaube, das steht inzwischen, das findet man im deutschen Wörterbuch. Ein Palmer ist ein extrem pointierter Satz. Okay, also das ist eine schöne Währung. Genau, also das ist eine rhetorische Figur, das Palmer. Wunderbar, früher hieß ein Kohl ist der Abstand zwischen zwei Fettnäpfchen. Also das finde ich wunderbar. Hätte ich auch akzeptiert, wenn es das ist. Ich muss zwei Vorbemerkungen machen. Erstens, ich halte die Medien für elementar wichtig. Ich rede nicht über Lügenpresse. Ich kritisiere Phänomene, ohne dass ich die Medien in deutschen Bogen verdamme. Das muss ich vorneweg sagen, sonst kann es in völlig falschen Hals kommen. Und zweitens, natürlich spreche ich jetzt als Betroffener. Also ich erzähle Ihnen Geschichten, die ich erlebt habe, die aber das, was Sie fragen, glaube ich, gut dokumentieren. Also Ihre direkte Frage, ob ich mich da vor mir selber schützen müsste ich, kann ich aber nicht. Denn das führt bei mir zu diesem betreuten Sprechen, wo ich bei jedem Satz die Opportunitätskosten bedenken soll und ich bin dazu nicht bereit. Ist mir einfach zu blöd. Ja? Ich sage, was ich will und was ich denke. Und die einzige Falle, die ich da immer weiter laufe, dass ich nicht dran denke, wie man das, wenn man es absichtlich missverstehen will, gegen mich wenden könnte. Ja, das passiert tatsächlich regelmäßig, ist dann so. Jetzt erzähle ich Ihnen, wenn ich darf, zwei, drei kurze Beispiele über echte, seriöse Medien. Nehmen wir zuerst die Süddeutsche Zeitung, von der ich eine sehr hohe Meinung habe. Ich lese immer sehr gern die Seite 4, da sind viele tolle Texte. Da ist nach dem mittlerweile wahrscheinlich, was mich angeht, berühmtesten Satz, wir retten möglicherweise Menschen und so weiter, Sie kennen den. Da ist auf der Seite 4 ein Kommentar erschienen, den habe ich jetzt kurz rausgesucht, mit der Überschrift Boris Palmer, Kaltstellen, das reicht. Die Schlusssentenz lautet, absetzen, Kaltstellen, ignorieren, das reicht, alles andere ist Zeitverschwendung. Als Umgangsempfehlung mit Ihnen? Bitte? Als Umgangsempfehlung mit Ihnen, ja, oder was? Das war das, was die Seite 4 der Süddeutschen Zeitung mit mir empfiehlt. Hätte eine AfD-Politikerin, sagen wir Frau Storch, irgendwas Vergleichbares über jemand aus dem demokratischen Spektrum gesagt, hätte man ziemlich sicher heftig reagiert. Hier war das völlig unproblematisch. Und mit dem Anlass, letztlich war das unser gemeinsamer Artikel, den ich noch mal etwas dumm zu erklären versucht habe, mit dem Anlass hat sie sich nicht beschäftigt. Es war die sofortige maximale Verurteilung in einer Sprache, die eigentlich ansonsten nur die AfD wählt. Zweites Beispiel, ich war auf dem Städtetag, bin dort einigen Delegierten, die gibt es mittlerweile leider, der Partei begegnet. Das sind diese Satiriker, die ins Parlament gehen, um an alle, die da ehrenhafte, anstrengende kommunalpolitische Arbeit zu machen. Ich habe auch so Spaßvögel bei mir im Gemeinderat, jedes Mal Lieder vorzusingen, dumme Witze zu machen, immer wenn sie das Mikrofon haben, blödes Zeug von sich zu geben. Das ist die Partei. Und da kommen drei von den Spaßvögeln auf mich zu, erzählen mir dummes Zeug und ich habe dann zurückgeflaxt. Ich habe deren Stil einfach übernommen, habe genauso dummes Zeug zurückgeredet, wie die mit mir geredet haben. Einen Tag später erscheint in der Frankfurter Rundschau ein Artikel mit Sexismusvorwürfe gegen Palmer. Haben diese Typen nichts anderes, also nichts Blöderes im Sinn gehabt, als ihren Spaßdialog nachträglich als ernsthaft zu erklären und dann eine Journalistin gefunden, die das 1:1 abdruckt, selbst wenn als Urheber schon die Partei dran steht.
Und dann steht im Netz, können Sie es ja nachlesen, Sexismus und Palmer rufen, dann kommt diese Szene, was ich da angeblich getan hätte. Und das Dritte ist auch ein Standardvorwurf, Rassismus. Habe ich gerade erlebt im Dialog mit, wie heißt jetzt dieser Berliner Talkshow-Moderator? Krömer muss er also heißen. Herr Krömer, kurz. Krömer. Herr Krömer hat mir gerade, wird jetzt erst noch gesendet dieser Tage im Berliner Rundfunk, hat mir gerade vorgeworfen, und zwar 4 oder 5 Mal, dass ich ein bösartiger Rassist bin, der alle Schwarzen für Verbrecher und Vergewaltiger hält, weil ich in einem konkreten Fall, in dem in Tübingen 4 Vergewaltigungsopfer berichtet hatten, dass sie von einem Mann schwarzer Hautfarbe vergewaltigt wurden im öffentlichen Raum, mich dafür ausgesprochen habe, dass wir jetzt unter der Gruppe der jungen Männer mit schwarzer Hautfarbe einen Reihengentest durchführen, den das Gericht übrigens angeordnet hat, und wir haben den Täter gefunden. Und da steht jetzt aber wieder groß und 5-mal von Herrn Krömer im Fernsehen verbreitet, Rassismus, Sie sind ein Rassist, Herr Palmer. So, und wenn Sie mal in Deutschland oft genug mit den Überschriften Sexismus, Rassismus und dann vielleicht noch AfD in Verbindung gebracht sind, dann steht irgendwann in der Zeitung über Sie, Sie seien jemand, der polarisiert. Aber nichts davon hat eine reale Grundlage. Und es ist alles von seriösen, teilweise öffentlich-rechtlichen Medien so transportiert worden. Und es ist schon eine Sache, wo ich sage, Versagen geht zu weit. Aber die Ernsthaftigkeit des Interesses fehlt mir bei diesen Journalisten. Also ich fürchte, dass wir jetzt an einem wahnsinnig komplizierten Punkt sind, auf den auch ich mir, also über den ich seit Monaten nachdenke und keinen richtigen Reim machen kann. Was dieses, also es ist jetzt interessant, dass Sie in 2 Fällen quasi der Auslöser für Vorgänge dieser Art aus dem Satirespektrum kommt. Weil das ist ja auch, also eine merkwürdige Verquickung. Wir erinnern uns, es gab eine aus meiner Sicht berechtigte Empörung über eine Kolumne in der Berliner Tageszeitung Taz, die als zentrale Pointe hatte, dass alle Polizisten auf die Müllhalde gehören, weil sie dort unter ihresgleichen seien. Als diese Kolumne scharf angegriffen wurde, hieß es auf einmal, ja Moment mal, ihr Idioten, ihr habt nicht kapiert, was Satire ist. Gleichzeitig haben wir einen inzwischen, ich glaube, das ist derjenige auf deutschen Social-Media-Kanälen mit den meisten Followern, einen Menschen wie Herrn Böhmermann, der einerseits in der Satire groß geworden ist, also mit eben satirischen Überhöhungen, bei allem, wo man immer sagen muss, alles, was er sagt, meint er ja eigentlich nicht so, wie er sagt, weil es ist ja Satire. Dann irgendwie auch in dem Fall die Süddeutsche Zeitung, auf die wir uns aber nun nicht einschießen wollen, weil es ist wirklich eine gute Zeitung im Prinzip. Ein Rieseninterview mit ihm, wo er quasi jetzt den Weltrettergestus, den Demokratierettergestus herauskehrt und sagt, also ungefähr, wenn ich nicht die Demokratie rette, wer soll es denn dann machen? Und ich habe auch die Lust an der Satire verloren. Es ist irgendwie 3 vor 12 in diesem Land und irgendwer muss doch diese Demokratie hier retten. Und wer, wenn nicht ich? Sinngemäß, zitieren Sie mich nicht, sinngemäß hat er das in diesem Interview gesagt. Und dieses eigenwillige Spiel, also wer darf Satire, also ich habe neulich irgendwo den schönen Satz gelesen, Satire darf natürlich alles, aber nicht jeder darf Satire. Also diese, das finde ich schon eine merkwürdige Verquickung. Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Also wenn ich Diskussionen mit älteren Linken aus meinem Freundeskreis in Berlin führe, wo es inzwischen aus einem stramm linken Milieu einen großen Ennui an diesen Jüngeren gibt, die sagen, also Was ist das eigentlich? Also das hat auch irgendwie so eine merkwürdige Mischung aus so einer Eulenspiegelei. Also wir sind Hauptsache lustig. Und dann sind wir aber die angeblich die letzten Bollwerke der Demokratie, die dieses Land davor bewahren, in den nächsten Faschismus zu marschieren. Ich kann mir darauf, Herr Niederrümelin, ich kann mir darauf keinen Reim machen. Was fängt man mit diesem Symptom an, dass ein politischer Diskurs auch immer stärker irgendwie mit einem Satire, ich meine, politisches Kabarett gab es schon immer, also das ist wahrlich auch nichts Neues, aber so eine merkwürdige, dass man wie so ein Hase- und Igel-Spiel, wenn man jemanden dann bei sowas versucht festzunageln, ist es Satire? Wenn man sagt, es ist Satire, sagt der nein, es ist gerade bitterer Ernst. Also ich verstehe da gerade was an einer weiteren Öffentlichkeitstendenz, die, glaube ich, zu einer Vergiftung beiträgt. Also ich weiß nicht, ob ich da wesentlich weiterhelfen kann. Dann würde ich noch einen Fall hinzufügen, das ist der Fall Eckhardt, nicht? Wo ja. Ist die Kabarettistin in grotesker Überzeichnung von antisemitischen Vorurteilen als Kabarettistin sich geäußert hat, ist schon 2 Jahre her, und wo es dann Ausladungen gab und eine Debatte darüber und das hin und her.
Und wenn man sich das so anschaut, kann man sagen, gut, die erste simpelste Antwort ist, nein, da hat irgendwer nicht verstanden, dass das natürlich eine kabarettistisch gemeinte Überzeichnung war. Und das war natürlich nicht die Meinung von Eckhart, aber das ist die einfachere Antwort. Die weniger einfache ist, welche Form von Satire ist sozusagen akzeptabel und welche nicht und nach welchen Standards? Und das geht dann schon mitten rein in diese Cancel-Culture-Debatte. Ja. Und da meine ich, verschieben sich gegenwärtig Beurteilungskriterien, verengt sich das Spektrum in einer Weise, die mir hochproblematisch erscheint. Also ich glaube, die Demokratie lebt einfach vom Aushalten von Unterschieden. Und wenn sich das zu stark verengt und sich alle einig sind, dass man nur noch in der einen Weise sich äußern darf und nicht in der anderen, könnte auch einige persönliche Erlebnisse bringen, das will ich jetzt nicht machen, weil wir sonst den Betrieb hier aufhalten, aber vielleicht ein kurzes ist vielleicht doch ganz hilfreich, um zu sehen, wie grotesk das werden kann. Es ging mir um die Frage vor vielen Jahren, ob wir nicht einen Fehler machen, wenn wir allen Leuten erzählen, die Zukunft hat nur der oder die, die studiert hat und alle anderen können es im Grunde nicht packen und die berufliche Bildung ist auf dem absteigenden Ast. Die OECD hat da gerade einen bemerkenswerten Schwenk vollzogen und manche in Deutschland vollziehen diesen Schwenk mit, bis hin zur Bundesministerin, sehr erfreulich. Und ich habe da ein ganzes Buch drüber geschrieben, über dieses Thema unter dem boshaften Titel der Akademisierungswahn. Und da wurde mir von durchaus renommierten und seriösen, nicht nur Journalisten, sondern auch Politikern vorgehalten, ich würde jetzt also offenbar abdriften und der Sarrazin der Bildungsdebatte werden. Ich bin der Sarrazin der Grünen, auch schön, ne? Ja. Und das wahrscheinlich haben Sie Schlimmeres gehört. Und da sagt man sich, das ist Diskursverweigerung. Das ist einfach eine platte Form von Diskursverweigerung. Statt sich mit den Argumenten, die so gut sind, dass sie unterdessen sich durchgesetzt haben, sich auseinanderzusetzen, versucht man jemanden gleich rauszupacken aus der Debatte, ja, zu diffamieren, in der Hoffnung, dann müssen wir uns mit diesen Argumenten nicht auseinandersetzen. Und etwas Ähnliches findet auch jetzt in der Corona-Debatte statt. Aber ja, also die Argumente sind manchmal komplex und es ist mühsam, genau hinzuschauen und zu sagen, okay, das überzeugt mich jetzt nicht, das überzeugt mich, das wäre vielleicht doch bedenkenswert, müssen wir nochmal prüfen. Und dann der Modus, okay, irgendwie hat mal irgendwo ein Vortrag gehalten, der mir nicht passt und deswegen muss ich mit dem oder der nicht mehr reden. Das ist keine gute Entwicklung. Also ich habe versucht, in diesem Jahr so ein bisschen so eine Analyse der spezifischen Rationalität der Demokratie vorzulegen, die gefährdete Rationalität der Demokratie. Und eine zentrale These in diesem Büchlein gegen den liberalen, linksliberalen, auch Mainstream in der politischen Philosophie, mit dem ich vieles teile, ist, dass die Demokratie eine zivilkulturelle Basis hat, ohne die sie nicht bestehen kann. Und diese zivilkulturelle Basis beinhaltet Alltagsverhalten, lebensweltliche Praxis, dass ich zum Beispiel zuhöre und nicht diffamiere, dass ich Menschen, die aus anderen religiösen oder kulturellen Kontexten kommen, gleichermaßen als Gegenüber wahrnehme. Ja, also das ist jetzt gegen rechts, aber auch gegen links, sind nicht nur die relevant als Gesprächspartner, die im Wesentlichen meine eigene Meinung teilen. Und wenn wir die erodieren lassen, dann glaube ich tatsächlich, dass eine Gefahr für die Demokratie, rechtsstaatlich verfasste, liberale und soziale Demokratie, wie wir sie mühsam aufgebaut haben, besteht. Aber ist nicht genau das die Schwierigkeit? Wenn wir jetzt sagen, also ich stelle mir jetzt ein Gegenüber vor, dieses Gegenüber vertritt folgende Position. Ein Land verkraftet nur eine geringe Zahl an Menschen, die nicht schon seit 3 Generationen in diesem Land geboren sind. Frauen sind am besten aufgehoben in der Familie und im Haushalt. Eine typische Familie besteht aus Vater, Mutter, idealerweise mehreren Kindern. Homosexualität ist eine Abweichung. Das würde man, Sie haben Ihren Namen wie Dräger genannt, das war in den 80er Jahren wahrscheinlich noch eine vollkommen in der Mitte der CDU verortete Sicht auf die Welt. Was würden Sie jetzt sagen, wenn Sie heute, also das ist ja das Argument derer, die sagen, jetzt hört endlich auf mit diesem Ganzen, wir müssen mit allem und jedem reden, unser Problem ist im Augenblick nicht, dass wir mit allem und jedem reden müssen, unser Problem ist, wir müssen einem reaktionären Bösartigkeit
wehrhaft begegnen, die ja auch, ich meine, das ist eine der schlimmsten Wahrheiten auch über dieses Land, wir haben ein erstarkendes Problem mit rechtsradikaler Gewalt. Es gab schon immer mal in der Geschichte der Bundesrepublik zwischendurch Wellen, aber eine so krasse Welle, wie wir sie jetzt erleben, Ermordung von Lübcke, NSU-Morde, die anderen Dinge brauche ich jetzt nicht weiter aufzählen, das ist so. Kann man da nicht auch verstehen, dass es Kräfte erstmal gibt, die sagen, jetzt hört mir mal bitte auf mit dem ständigen Verständnis für die Reaktionären, die es in dieser Gesellschaft noch gibt, ist es nicht, also dann ist unsere Demokratie auch vorbei, dann erodiert sie eben auf eine andere Weise. Was würden Sie denen sagen? Also wenn ich da noch eine Zusatzbemerkung machen darf, ich würde schon sagen, das gilt in beide Richtungen. Das geht ja nicht nur jetzt diese rechte identitären Bewegungen, die sind jetzt. Das ist keine identitäre, wird. Also wenn man sich, also diese Position, wie Sie jetzt vertreten habt, das ist ja noch nicht mal wirklich eine identitäre Position. Das ist, also wie gesagt, das war vor 30 Jahren noch konservativ und da ist ja schon das nächste Problem. Ja. Wie beschreibt man das heute? Ja. Ist das noch konservativ oder ist das schon reaktionär mit Drall nach rechtsradikal? Ich wollte nur sagen, das verengt sich in beide Richtungen. Vor kurzem ist ein bedeutender oder nicht so bedeutender amerikanischer Soziologe ausgeladen worden von Konferenzen in den USA, weil er der Meinung war, dass die USA in erster Linie ein Klassenproblem hat, als guter Marxist, es gibt noch ein paar Marxisten auf der Welt, und kein Rassismusproblem. Ja, es gibt keinen Rassenkonflikt, sondern eher einen Klassenkonflikt und der hat halt aufgrund der soziologischen Zusammensetzung in den USA gewissermaßen eine Hautfarbe. Mhm. Das ist eine interessante, vielleicht falsche These, über die kann man diskutieren, aber sich der Diskussion verweigern, das geht jetzt gegen links gewissermaßen, geht überhaupt nicht und noch dazu auf wissenschaftlichen Kongressen. Und deswegen würde ich einen Begriff gern in die Debatte werfen, der kommt aus einem südlichen Nachbarland, nämlich Italien. Den Begriff fand ich immer sehr schön, der ist nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, der Arco-Kostitutionale. Der Arco-Kostitutionale ist also der Verfassungsbogen, in dem war immer, auch in den schlimmsten antikommunistischen Phasen der Nachkriegszeit, die KPI dabei, die Kommunistische Partei Italiens, aber nicht mehr die Neofaschisten und auch nicht die Maoisten. Kann man sagen, es ist Willkür. Nein, nicht ganz. Weil der Unterschied war der, die einen wollten mitgestalten an Gemeinwesen, wenn auch unter anderen Vorzeichen, mit anderen Zielen. Und die anderen wollten gar nicht mitgestalten, sondern stellen sich eine ganz andere Welt vor, die man am besten herbeibombt oder wenn das Bomben gerade nicht hilft, durch andere strategische Maßnahmen zu erreichen sucht. Das heißt, diese Menschen in Deutschland sind es vielleicht diejenigen, die behaupten, es gibt gar keinen deutschen Staat, ja, und, oder eben rechte Identitäre, die wollen ja nicht teilhaben an der Debatte. Und die nicht teilhaben wollen, kann man auch dann nicht künstlich versuchen, als Diskurspartner sozusagen einzubeziehen, weil das den Menschen gegenüber, Neonazis zum Beispiel, nicht sinnvoll ist. Aber wir müssen diesen Verfassungsbogen so weit wie nur möglich spannen, weil sonst diese integrative Kraft einer demokratischen Gesellschaft verloren geht. Aber Herr Palmer, wie ist das denn, das ist Ihnen ja nun auch einige Male widerfahren, dass die ersten begeisterten Retweets und Rückmeldungen dann von der AfD kamen. Sitzt man dann zu Hause und sagt, oh verdammt, ich habe was falsch gemacht oder sagt man, naja Gott, passiert halt, davon kann ich mich nicht verrückt machen lassen. Wie gehen Sie damit um, wenn das passiert? Ein Streitgespräch wird es heute Abend nicht mehr, weil ich bin mit Ihnen und Ihnen vollständig einig. Ich kann also immer nur noch einen Aspekt hinzufügen. Wie ist es? Ich kriege die Frage so oft gestellt und ich verstehe sie einfach überhaupt nicht. Und sage dann immer als Beispiel, wenn jetzt die AfD morgen sagt, ein Tag hat 24 Stunden, muss ich dann künftig sagen, der Tag hat 23 Stunden oder 25 Stunden, um keine Gemeinsamkeit mit der AfD zu haben? Es kann doch gar nicht sein, dass die Frage, ob eine Aussage richtig oder falsch ist, dass die davon abhängt, wie sich die AfD dazu stellt oder deren Anhänger. Das interessiert mich einfach überhaupt nicht. Mich interessiert die Frage richtig oder falsch und sonst nichts. Und was ist jetzt schlimm dran, wenn ein AfDler mir zu einer richtigen Sache auch noch zustimmt? Wollen wir jetzt, dass AfDler immer das Falsche glauben, nie bei einer richtigen Aussage zustimmen und immer gegen alles sind? Das kann doch gar nicht der Sinn der Debatte sein. Also es ergibt für mich schon intellektuell sowas von überhaupt keine Bedeutung, diese Kategorie, dass ich sie tatsächlich komplett ignoriere. Ich zahle einen hohen Preis dafür, weil dann wird die Kontaktschuldthese formuliert. Ja, wenn der mit AfDlern und wenn so viele AfDler bei dem auf der Seite mitdiskutieren und der Palmer die auch noch mitdiskutieren lässt, ja, lass AfDler auf meiner Facebook-Seite mitdiskutieren. Ich bekenne mich dazu.
weil ich es falsch finde, sie sich selber zu überlassen. Das kann ja nur zur Radikalisierung führen. Dann sind sie jenseits des Argo, den wir gerade gehört haben. Statt dass meine Partei mir einen Orden verleiht, weil ich das alles aushalte, diese Streitereien mit der AfD, meint sie, ich müsse jetzt selber dahin gehen. Und Peter Unfried hat das auch wunderbar mal formuliert. Wir haben in Deutschland wirklich das Phänomen der Nazifizierung entwickelt. Was meint es? Wir ernennen Nazis, obwohl es ja eigentlich genug gibt, da wo gar kein Anlass dazu besteht. Warum sollte ein grüner Oberbürgermeister, der zweimal in der Stadt wie Tübingen wieder gewählt wurde, sich dauernd mit dem Vorwurf, er sei irgendwie AfD-Politiker oder Nazi auseinandersetzen müssen? Das tue ich aber quasi jeden Tag. Weil da was anderes abläuft, nämlich was Sie sagen, Diskursverweigerung. Es wird nicht mehr in der Sache diskutiert. Und wenn wir noch nach Gründen suchen, Sie haben ja vorhin nach diesen tieferen Gründen gesucht, ich würde zwei noch in die Debatte einbringen wollen. Der eine ist, glaube ich, schlicht Komplexitätsreduktion. Unsere Welt ist so wahnsinnig kompliziert geworden, obwohl man alles hier sofort nachlesen könnte. Und es erfordert so viel Anstrengung, sie zu verstehen, dass viele es sich einfacher machen, weil die Kategorie Gut und Böse, das manichäische Weltbild, ist extrem entlastend. Und damit ist es einfach besser zu leben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Welt so unübersichtlich geworden ist, dass die Leute sich in sowas flüchten. Und Gemeinschaft, Zusammengehörigkeit, die AfD-Bubble ist da genauso gut wie die Antifa-Bubble. Ich lasse nichts mehr rein und nichts mehr ran an mich. Und das Zweite scheint mir das Thema Identitätspolitik zu sein. Und zwar rechts wie links. Identitätspolitik, sperriger Begriff. Ich habe keinen besseren gefunden bisher. Aber im Kern verstößt diese Identitätspolitik gegen Grundsätze der liberalen Demokratie. Zum Beispiel gegen den Gleichheitsgrundsatz. Dass die Argumente immer gleich zählen, egal wer sie vorträgt. Und dass die Rechte gleich sind. Das negiert aber die Identitätspolitik. Sie hat mit der Affirmative Action aus den 80er Jahren, die wir auch aufgegriffen haben mittlerweile, die vor allem an den Universitäten sich weit ausbreitet, sie hat eine Sonderkonstruktion entwickelt, dass Rechte nach Zugehörigkeit zu fiktiven Identitäten zugeteilt werden. Sprechrechte zum Beispiel werden alten weißen Männern zunehmend entzogen. Die sollen nur mal zuhören, damit sie verstehen, wie es benachteiligten Gruppen geht. Erstmal gar nichts sagen. Klagerechte werden benachteiligten Gruppen, die sind auch fiktiv, wahrscheinlich haben bei der Anzahl der schwarzafrikanischen Länder auf der Welt die viele Differenzen untereinander, aber bei uns sind es alles die Schwarzen und die haben Sonderrechte gegenüber der Polizei, die dürfen Vorwürfe vortragen, die andere nicht vortragen dürfen, wenn man sie kritisiert, ist das automatisch rassistisch. Das werden also Rechte und Pflichten ganz neu zugeteilt nach Zugehörigkeit zu fiktiven Identitäten. Und das legt meiner Auffassung nach tatsächlich auch die Axt an Fundamente der Demokratie, weil sie Diskussion unmöglich macht. Damit kann ich nicht mehr diskutieren, sondern ich muss immer nur fragen, welcher Gruppe gehöre ich zu und was darf diese Gruppe und was darf sie nicht. Letzte Anmerkung. Das ganz Fatale daran ist, das ist eine überwiegend von links mit hehren Motiven in die Debatte eingebrachte Figur, die Diskriminierung abbauen soll, tatsächlich aber Diskriminierungsrichtungen umkehrt, neue Diskriminierungen schafft und Energie in das System der anderen Seite einzahlt, weil dieses Gefühl, benachteiligt und ungerecht behandelt zu werden, ist eine der stärksten Triebkräfte von Menschen. Und wenn man als, sagen wir mal, irgendwo in tiefen Sachsen lebender AfD-Wähler, der nach der Wende rausgeschmissen wurde und heute von Hartz IV lebt und nie irgendwie mehr weiß, den Fuß auf den Boden gebracht hat, wenn man da halt dann dauernd vorgehalten bekommt, wie privilegiert man als alter weißer Mann sei, dann hat es mit der Lebenswirklichkeit dieser Leute nichts und gar nichts zu tun. Weil zwischen Formel-1-Weltmeistern und diesem Gestrandeten in Sachsen im Erzgebirge gibt es, obwohl beides alte weiße Männer, halt himmelweiter Unterschiede. Ja, Karl Marx hatte recht, man soll zwischen Haupt- und Nebenwidersprüchen unterscheiden und die Identitätsfrage ist allenfalls ein Nebenwiderspruch, da würde ich eher den Klassenkonflikt nach wie vor als den wichtigeren erachten oder einfach gesagt die soziale Frage. Aber ist es nicht, also ich habe mir eines der Schlamassel, in die Sie geraten sind oder Sie haben große Auswahl gebracht haben, also ich habe mir eins mal genauer angeguckt, weil ich das so besonders eigenwillig fand, weil ich mich auch fragte, wo fängt dieses Schlamassel genau an? Fängt es schon bei einer Werbekampagne der Deutschen Bahn an oder fängt es bei Ihrem Tweet an?
Also Sie werden sich vielleicht erinnern, die Deutsche Bahn hatte im April 2019 eine Werbekampagne, auf der ich glaube ausschließlich oder zumindest vor allem prominente Deutsche mit Migrationshintergrund zu sehen waren. Da war, glaube ich, Nazan Ekes, Moderatorin dabei und dieser Koch, wie heißt er, Nelson Müller heißt er, glaube ich, und Nico Rosberg war dabei, der, glaube ich, finnische Wurzeln hat, wie auch immer. Auf jeden Fall, also diese Menschen saßen alle entspannt, also ich finde ja eher das die Lüge, dass die da alle so entspannt in der Bahn sitzen, als wäre das... Zumal Formel-1-Weltmeister, ne? Ja, genau. So, also als gäbe es keine entspanntere, schönere Form des Reisens, aber okay, lassen wir das mal als meine Privatmeinung in Klammern so stehen. Und Boris Palmer, Sie posteten auf Facebook zu dieser Kampagne der Deutschen Bahn, die ja immerhin ein Staatskonzern ist. Ich finde es nicht nachvollziehbar, nach welchen Kriterien die Deutsche Bahn die Personen auf dieser Eingangsseite ausgewählt hat. Welche Gesellschaft soll das abbilden? So, daraufhin war, salopp gesagt, die Kacke am Dampfen. Nun kann man ja einerseits sagen, naja, also klar, man kann sagen, das ist eine durch und durch verlogene Werbekampagne. Was soll sowas? Da will sich irgendwie ein eben Staatsunternehmen, ein Wir-sind-gut-Mäntelchen, wir haben den Schuss der Zeit gehört, wir sind vorbildlich, fortschrittlich und so weiter umhängen. Weil natürlich haben sie in dem Sinne recht. Das ist sicher, wenn man, aber muss eine, also welche Werbekampagnen könnte ich Sie jetzt im Gegenzug fragen? Wann war jemals eine Werbekampagne, die realistisch eine Gesellschaft abbildet? Also danach dürfte, glaube ich, keine einzige Werbekampagne mehr hängen. Werbekampagnen werden immer ausgesucht, weil, was war so ein schöner Faselbegriff, den die Bank hatte? Dass diese Menschen stehen für besondere Talente, die viele Menschen begeistern und seien positive und repräsentative Identifikationsfiguren, hat man aus dem Hause Deutsche Bahn geantwortet. So, also man sagt, in einer gewissen Weise kann man auch sagen, Palmer, Sie haben nicht verstanden, was eine Werbekampagne ist. Wenn Sie die Frage stellen, repräsentiert das jetzt unsere Gesellschaft? Weil und dann kann man doch, wenn man jetzt gutwillig ist, auch sagen, naja, wir haben nach wie vor mit Rassismus in dieser Gesellschaft zu kämpfen. Es gibt immer noch Leute, die der Meinung sind, dass jemand, der nicht seit drei Generationen Deutscher ist, nur so ein halber Deutscher irgendwie ist. Ist es da nicht eigentlich schön, ich mache jetzt mal die Advokata dieser Seite, damit wir noch ein bisschen streiten, ist es nicht eigentlich schön, wenn ein Staatskonzern wie die Deutsche Bahn, um zu signalisieren, dass diese Zeiten, wo Deutschland so engherzig, engstirnig war, wirklich vorbei sind, eine solche Kampagne macht? Und ist in einer Zeit, wo eine AfD eben an dieser Entwicklung massiv rütteln will, ist tatsächlich vielleicht schwierig, wenn man was postet, wo dann eine AfD sagen kann, Mensch, der Palmer ist ja der Einzige von den Grünen, der irgendwie seine Sinne beisammen hat. Ja. Posten Sie schon wieder was, Herr Palmer? Tun Nein. Sie es nicht. Nein, ich poste nicht. Ich würde ganz gerne keinen Kopfzitierfehler machen, weil okay. Die Sache ein Jahr her ist und hoffe, dass ich die reale Antwort der Deutschen Bahn noch auf meinem Handy finde. Verstehe, also ich habe das den Medien, Qualitätsmedien entnommen. Nein, das ist alles richtig, was Sie zitiert haben. Also erstmal vorneweg, diese Antwort, die Sie gerade gegeben haben, hätte ich ja akzeptiert. Hätte ich gesagt, okay, kann man so argumentieren, da soll ein Gesellschaftsbild gezeigt werden, da geht es darum, eine Zeit zu überwinden, in der rassistische Stereotypen uns geprägt haben und das ist die Absicht der Kampagne. Und ich sage, okay, dann habe ich jetzt verstanden, um was es geht. In Ordnung. Das war aber nicht die Antwort der Deutschen Bahn. Haben Sie sich das nicht auch selber einen Moment vorher gedacht, dass das nein, ich die Erklärung ist? Nein, ich habe eine andere Theorie. Also ich erkläre Ihnen, was ich glaube, Gut. Was da wirklich dahinter steckt. Okay. Aber ich hätte das mal als Argument, als valides Argument respektiert. Da habe ich zwar eine andere Meinung, ich glaube, es geht um was ganz anderes, aber kann ich nachvollziehen, ist okay, könnte man so begründen, ist in Ordnung. Also Streit mit verschiedenen Auffassungen. Was die Deutsche Bahn aber gemacht hat, und ich bin jetzt irgendwie ein paar Tage noch davon entfernt, ist was anderes. Ich habe es gefunden. Die Deutsche Bahn hat auf ihrer Twitter-Stelle mit @dbpresse.de, also der Twitter-Account der Deutschen Bahn, der hat natürlich eine riesige Reichweite, die hat Folgendes geantwortet. Herr #Palmer hat offenbar Probleme mit einer offenen und bunten Gesellschaft. Solch eine Haltung lehnen wir ab. Ja, das war die Antwort auf das, was Sie gerade vorgelesen haben. Ein paar Stunden später über den Account des Pressesprechers der Deutschen Bahn. Und jetzt frage ich, woher hat ein Staatskonzern Deutsche Bahn und dessen Pressesprecher die Legitimation, die Haltung von vom Volk gewählten Oberbürgermeister in dieser Weise abzukanzeln? Woher hat die dieser Konzern? Und weiter sage ich, wenn man schon solche Tweets absetzt, weil nur dadurch ist die Sache so explodiert,
dann ging es rund. Ab da war ich wieder Nazi, Rassist, Drecksack, alles, Morddrohungen, Parteiausschlussverfahren, da kam dann alles in Gang. Dann, finde ich, hätte die Deutsche Bahn schon die Pflicht, mir mal zu antworten. Ich habe nämlich einen fünfseitigen Brief an den Bahnvorstand geschrieben. Ich habe anderthalb Jahre später keine Antwort, trotz vier- oder fünfmaligen Nachfassens bis zum Aufsichtsratsvorsitzenden. Die Deutsche Bahn ignoriert einfach diesen Brief. Die will dazu keine Stellung nehmen, weil sie haben ja schon mit der moralischen Verdammnis, die sie über mich ausgeschüttet haben, alles gesagt. Und das ist das Diskursmuster, von dem ich sage, so können wir nicht miteinander umgehen. Das ist einfach nicht zulässig. Und jetzt sage ich Ihnen noch, was ich glaube, was da passiert ist. Dieses Setting, das Sie gerade beschrieben haben, das waren nicht nur die drei Prominenten. Ich muss einräumen, ich habe keinen von den drei auf dem Foto erkannt. Guck weder Formel-1-Rennen noch Starküche an. Und WDR auch nicht. Ich kannte die drei Promis nicht, sondern für mich waren das fünf People of Color. Und eine Person, bei der ich nachträglich weiß, ich dachte, die sei noch drunter gemischt, damit es nicht ganz so auffällt. Das war Herr Rosberg. Herr Rosberg, bei der ich nachträglich weiß, auch der hat einen Migrationshintergrund, nämlich nicht den deutschen geborenen Vater. So. Das heißt, da sind sechs Personen abgebildet, für die gilt, einziges gemeinsames Merkmal ist Migrationshintergrund in der technischen Definition. 75% der Menschen in diesem Land leben, haben keinen Migrationshintergrund. Das heißt, die Deutsche Bahn sucht absichtsvoll eine Gruppe heraus, die für 75% nicht repräsentativ ist. Das kann sie tun. Ich behaupte aber, das Motiv, das sie dabei hatte, war eine moralische Dividende einzustreichen in einem Konzern, der fast nur von Männern regiert wird, fast nur von Weißen, in dem Rassismus durchaus ein Problem ist und der nicht nur Bahnhöfe sinnlos vergräbt, sondern uns allen die Lebenszeit stiehlt, indem man keine Züge fahren lassen kann. Ja? Und das Ausweichen eines solchen Versagerkonzerns, und ich fahre immer noch, ich habe die Bahncard 100 dabei als Beleg, ja, der einzige Grund, warum ich so zu spät gekommen bin, ist, dass ich heute versucht habe, Auto zu fahren, das kann ich auch nicht, aber ich bin immer noch Bahncard 100 Kunde. Der einzige Grund, warum die das gemacht haben, ist, wenn man nicht mehr mit seiner Verkehrsleistung werben kann, dann mit seiner aber nur behaupteten Weltoffenheit, kosmopolitischen Buntheit, die gar nicht wahr ist. Und diese Verlogenheit hat mich so aufgeregt, dass ich dachte, das muss man aufspießen. So, und jetzt kann ich damit ja auch falsch liegen. Es kann ja sein, dass diese Werbefritzen sich was ganz anderes gedacht haben. Ich glaube es nicht, weil die Auswahl ist so eindeutig, dass ich dieses Motiv für ziemlich sicher halte. Vielleicht haben sich die Werbefritzen was anderes gedacht. Aber warum bitte sollte die Diskussion, die wir jetzt gerade nachgestellt haben, in einer demokratisch verfassten Gesellschaft nicht auszuhalten sein? Was sollte schlimm dran sein, wenn ich Motive von Werbung hinterfrage, sage, das gefällt mir nicht, ich hätte es gern anders, ich möchte nicht, dass drei Viertel der Menschen in diesem Land gar nicht mehr vorkommen in der Werbung, ich halte es für problematisch, ich glaube, da fühlen sich andere wieder ausgegrenzt und zurückgesetzt, mir gefällt die Ideologie nicht. Warum sollte das in einer demokratischen, verfassten Gesellschaft nicht aushaltbar sein, das zu diskutieren? Warum ist die einzige Waffe, die einem bleibt, ich könnte es nochmal vorlesen, die sofortige, instant, sechs Stunden später, Verdammung, moralische Verdammung über einen offiziellen DB-Presse-Account, der in der ganzen Internetwelt dann diese furchtbare Resonanz hat. Das ist einfach keine Diskussionskultur. Dem mag ich jetzt schon wieder nicht mehr widersprechen. Das war jetzt der Block Wir streiten. Da ich Sie jetzt nicht mehr noch viel, 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 viel länger unter diesen Mundschützen sitzen lassen will, weil das ist natürlich auch ein krasses, aber ich hoffe, also Sie werden verstehen, dass wir die Dinger jetzt nicht aufhaben, weil dann würden Sie uns noch viel schlechter verstehen und außerdem will man ja vielleicht auch mal wieder in ein Gesicht ohne Mundschutz gucken zur Abwechslung und nicht nur morgens am Frühstückstisch. Trotzdem würde ich deshalb langsam Richtung Ende dieser sehr, sehr spannenden und natürlich offenen Diskussion, weil ich glaube, dass es noch eine Menge anschließbarer Fragen, also wir haben ja jede Menge schon berührt, die Frage, welche Rolle spielen die Medien, die sozialen Medien, eine Frage, die mich sehr umtreibt, aber Herr Krämer, ich sehe ihn jetzt gerade nicht, aber irgendwo hier sitzt er. Vielleicht ist das dann auch mal noch sogar ein Thema für einen eigenen anderen Abend, was mir ein Kernpunkt zu sein scheint, den ich ja angedeutet habe, dass es immer schwieriger und unklarer ist, was eigentlich überhaupt noch eine zulässige konservative Position ist, die nicht einfach nur sagt, ich will mein Deutschland von 1950 wieder haben oder mein Amerika von 1950 wieder haben, wo das alles noch so schön in Ordnung war, weil die Frauen nicht aufgemuckt haben. Und die Schwarzen haben auch nicht aufgemuckt und Schwule waren im Verborgenen. Also kann man das bitte nicht wieder alles zurückdrehen, also, weil das kann ja keine sinnvolle konservative Position sein.
Was ist überhaupt noch eine sinnvolle konservative Position heute? Ich hatte neulich einen Abend mit sehr vielen sehr, sehr klugen Menschen im Garten mit großem Abstand in Berlin. Und ich fand es sehr interessant, dass wir irgendwie eine Stunde diskutierten und am Schluss schauten wir uns alle ratlos an und kamen in dieser Frage. Ich weiß, Kretschmann hat ein Buch geschrieben, wo er versucht, einen modernen Konservativismus oder einen grünen Konservativismus zu definieren. Bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich hinhaut. Also das finde ich auch eine riesige Frage, ob da vielleicht auch ein Aggressionspotenzial bei dem einen Teil der Gesellschaft herkommt, dass er den Eindruck hat, er will das tatsächlich alles so nicht, wie das gekommen ist in diesen westlich-liberal-libertären Gesellschaften. Es gibt eine sehr interessante Studie über die Verhältnisse in den USA, dass die krasse Spaltung dort mitnichten mit Trump und auch noch nicht mal mit Tea Party zu tun hat, sondern eigentlich anfing 1964 mit dem Civil Rights Act, wo die Schwarzen zum ersten Mal, wo die Diskriminierung wenigstens juristisch formal abgeschafft wurde und dass aus der Zeit eigentlich das böse Blut anfing zu gären, das Amerika spaltet. Dass es umgekehrt bei den eher sich für progressiv Haltenden einen großen Frust gibt, dass obwohl juristisch ja nun wirklich fast alle Gleichstellungen, die irgendwie erreichbar sind, erreicht sind, es de facto trotzdem zum Beispiel in einem Konzern wie der Deutschen Bahn aussieht, wie es aussieht und man dann gewissermaßen übersprungsartig solche Modernitätsfassaden hochhält oder eben die ganzen Sprachregulierungen, dass man meint, damit sei dann tatsächlich jetzt die wirkliche Gleichstellung durchgesetzt und da, wo die Probleme tatsächlich strukturell sind, schaut man dann nicht so genau mehr hin. Also das ist alles, finde ich, noch ein sehr, sehr, sehr spannendes Themenfeld, vielleicht einen weiteren Abend. Weil mich die Frage selber so umtreibt, will ich doch noch am Schluss einen winzigen Schwenk auf die Situation machen, in der wir uns alle befinden, weil ich fürchte, dass diese Tendenz, dass es in der Gesellschaft immer aggressiver, giftiger und letztlich auch irrationaler, um Ihr Thema aufzufassen, zugeht, durch die Pandemie, in der wir gerade stecken, eher weiter befeuert wird. Würden Sie erstmal dieser Einschätzung recht geben? Also, weil ich hatte einen Eindruck, so im März, als das richtig losging, wo ich dachte, naja, das wird jetzt wahrscheinlich eine Weile gut gehen, weil zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren sind wir wieder was, was wir ganz lange nicht mehr waren. Wir sind ein Wir. Also es gab so ein großes kollektives Angst-Wir für, weiß nicht, vielleicht 3, 4 Wochen oder 5 Wochen hat es gehalten. Und dann war aber relativ schnell klar, das bröckelt in Lichtgeschwindigkeit. Und das ist vielleicht eben auch einer der Punkte, glaube ich, warum es ein größeres Gift vielleicht in diesen Debatten oder eben manchmal ja auch nicht Debatten, sondern einfach nur Gefechten gibt. Ich glaube, es gibt kaum was Verletzenderes einem anderen Menschen gegenüber, als ihm gewissermaßen lachend ins Gesicht zu sagen, du mit deiner Angst, was hast du, vor welchem Unsinn hast du denn Angst? Davor muss doch kein vernünftiger Mensch Angst haben. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem, dass wir, weil wenn man sich anschaut, welche Gruppen mit zunehmendem Gift aufeinander einschlagen, kann man jeweils eine Zentralangst, glaube ich, zuordnen. Also da gibt es eben die, die Angst vor Migration haben, da gibt es Männer mit Abstiegsängsten, es gibt dann solche wie mich, die ständig Angst haben, dass die Demokratie absteigt und vorbei ist, wo ich mich immer ermahnen muss, sage, jetzt lass mal die Angstkeule im Stall nicht mit dir durchgehen. Dann gibt es nicht wenige, die eine große Angst vor diesem Virus haben. Es gibt viele, die Angst vor den Folgen des Klimawandels. Also wir sind umstellt von Ängsten und ich glaube, das ist einer der großen, großen Fehler, dass wir es nicht schaffen, vernünftig, also deshalb, Herr Nida Rümelin, die Frage auch nochmal an Sie, weil Sie sich ja mit der Rationalität von Demokratien beschäftigt haben, ist das nicht vielleicht auch einer der Knackpunkte, dass es, und weshalb es mir so Sorge macht, dass die Politik gerade so massiv wieder mit Angst Politik macht, wie wir es in der Pandemie erleben, und wenn ich Ihren Aufruf richtig verstehe, aus dem April geht das ja in eine ganz ähnliche Richtung. Ist das vielleicht einer der Drehpunkte, dass wir auch verstehen müssen, dass es überhaupt nichts bringt, einem Menschen, der Angst hat, einfach erstmal nur zu sagen, was ist denn das für eine lächerliche Angst, die hat doch keinerlei Grundlage, dass es da einen anderen Umgang geben muss? Also wenn man mal so ja, ein bisschen oberflächlich psychologisiert, dann ist es ja so, dass Menschen, das kennt man aus einem privaten Bereich, das ist aber auch in der Politik so, Menschen, die sehr viel Angst haben, Psychologen sagen dann, regredieren. Ja, das heißt, das ist auch ganz verständlich, das heißt, sie suchen sich eine Sicherheit, ja, sie suchen sich gewissermaßen Mama und Papa, die ihnen sagen, so jetzt beruhig dich wieder und es wird alles gut und wir werden das jetzt in die Hand nehmen für dich. Ich will das gar nicht herablassend sagen, sondern es ist eine verständliche Reaktion und wenn dann noch eine neue Bedrohung kommt und man weiß gar nicht, um was sich da genau handelt, dann erst recht. Und das erklärt sicher in vielen Ländern, nicht nur in Deutschland,
die Bereitschaft, kritische Stimmen zu diffamieren und zu sagen, jetzt seid doch mal still, ja, also uns wird die Regierung schon sagen, was richtig ist und was falsch ist. Und man muss sagen, in Deutschland wurde damit relativ verantwortlich umgegangen. Ich habe in einem Gespräch mit dem Kanzleramtschef gesagt, diese sagen wir mal, sachliche Ton, den sowohl die Bundeskanzlerin wie der Kanzleramtschef, auch der Gesundheitsminister so anschlagen, finde ich sehr angenehm. Ist mir lieber als der von mir in anderer Hinsicht europapolitisch geschätzte Macron, der in seiner ersten großen Rede sagt, Leute, wir befinden uns im Krieg. Das ist die falsche Botschaft. Die Kanzlerin sagt, Unheil wird über uns kommen. Ja, jetzt dunkelt sich das so ein bisschen ein, aber es war insgesamt mäßigend. Ich schaue mir auch viel an, wie die Debatte in Italien ist und wie dort Telejournale und so weiter berichtet. Das ist noch mal viel extremer. Ja. Es gibt übrigens eine interessante politikwissenschaftliche Debatte. Wer ist hier eigentlich Treiber? Ist es so, wie viele meinen, dass die Medien oder nennen wir es jetzt mal ein bisschen problematisch, Mainstream-Medien die Regierung stützen oder ist es so, dass die Mainstream-Medien die Regierung vor sich hergetrieben haben in verschiedenen westlichen Demokratien? Wolfgang Merkel ist der Meinung, Letzteres ist der Fall und nicht Ersteres. Darüber kann man streiten. Und ich habe relativ frühzeitig, da war ja gerade der Lockdown beschlossen am 22. März, gesagt, wir dürfen auf keinen Fall die Botschaft vermitteln, die Wissenschaft diktiert der Politik jetzt, was zu tun ist, weil die Wissenschaftler, Gottlob, die Vernünftigeren jedenfalls sagen, um Himmels Willen, diese Verantwortung könnt ihr uns nicht aufladen. Wir haben eine spezielle Expertise für zum Beispiel Virologie oder Epidemiologie, sind erstmal zwei Paar Stiefel, oder für andere Bereiche. Und das können wir nicht leisten. Und dann zur gleichen Zeit sagen, aber für Diskussionen ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Das geht in der Demokratie überhaupt nicht. Die Abdankung sozusagen an die Experten geht nicht und die Verantwortungsabwälzung, die damit auch verbunden ist, und das Unterdrücken von kontroversen Debatten. Das ist dann sehr schnell anders geworden in Deutschland, nicht? Dann hat die Kanzlerin da auch einen Schwenk vollzogen und die Leopoldina, Nationale Akademie, beauftragt mit einer Stellungnahme, die war nicht so wahnsinnig überzeugend, aber immerhin, es war der Versuch, in die richtige Richtung zu gehen. Aber was ich immer noch als sehr problematisch empfinde, ist etwas besser geworden, ist die Formatierung der Debatten. Ja? Das sind ungemein komplexe Dinge. Ich meine, so ein Forschungsgebiet ist bei mir Risikoethik und wenn man da genauer hinschaut und sich die auch statistischen und mathematischen Zusammenhänge anschaut, dann versteht man, warum das Meinungsspektrum innerhalb der Experten unterschiedlicher Fächer so extrem groß ist. Wir sollten auf keinen Fall meinen, die haben eine Meinung. Es gibt ein extrem breites Spektrum von Meinungen zu der Frage, wie geht man mit dieser Herausforderung um? Und es kann in einer Demokratie nicht gut sein, wenn die Bevölkerung den Eindruck bekommt, es gibt nur noch zwei Meinungen. Die einen sind dafür, nämlich für diese Maßnahmen, zum Beispiel Lockdown-Maßnahmen, das ist das Richtige und die sind verantwortlich. Und jeder, der daran Kritik äußert, ist im Grunde des Teufels, ist irgendwie verrückt geworden oder Covidiot oder wie auch immer. Das ist eine Formatierung, die wir auf Dauer nicht aushalten. Und wenn das noch einhergeht mit dem, was Sie auch, glaube ich, stört, wenn ich das richtig rausgehört habe, nämlich, dass man immer wieder versucht, in erster Linie an die persönlichen Ängste zu appellieren. Ich habe am Anfang, nachdem ich mir die Daten aus Italien angeschaut habe, 17. März, eine tolle Studie des Istituto Superiore di Sanità, habe ich gesagt, Leute, ihr könnt nicht auf Dauer den jungen Leuten erzählen, ihr müsst euch in Sicherheit bringen, sonst seid ihr tot. Das geht nicht auf Dauer. Angesichts der Fakten geht das nicht. Und jetzt ist das nicht mehr abweisbar. Also jüngste Studie jetzt, die herumgeht, Meta-Studie, Auswertung von vielen empirischen Studien, kommt halt zum Ergebnis, und das darf man sagen, dass Menschen unter 35 ein Risiko haben, an Covid-19 zu sterben. Das bewegt sich in der Größenordnung von einem 30stel, wenn nicht einem 100stel des durchschnittlichen Risikos bei einer saisonalen Grippe. Ich sage es hier auch nochmal, weil das sind Fakten, die kann man nicht bestreiten, man kann die Leute nicht auf Dauer an der Nase herumführen. Das Risiko, an dieser Infektion zu sterben, ist bis zu 1000-mal, sogar 7000-mal so hoch, abhängig vom Alter. Das ist extrem. Das gibt es nicht bei zum Beispiel Grippeerkrankungen. Da können nämlich kleine Kinder schon schwer erkranken, auch meine eigene Tochter mal, schwerstens erkranken. Das ist bei Covid-19 nicht der Fall. Und deswegen muss man
mit einem offenen Diskurs auf diese Herausforderung reagieren. Interessanterweise, Studien zeigen, dass die Älteren, die am meisten gefährdet sind, sogar weniger Angst haben als die mittlere Generation. Vermutlich aus sehr vernünftigen Gründen, weil sie zu Recht wissen, sie haben noch so viele andere große Risiken, Gesundheitsrisiken vor allem, dass das sich ein bisschen relativiert. Das lässt sich auch statistisch erhärten. Und ich glaube, wenn wir Glück haben, haben wir in wenigen Wochen oder Monaten einen Impfstoff. Wenn wir Glück haben, ist er so breit verfügbar, dass wir damit uns entspannen können. Sehr wahrscheinlich dauert das aber bis mindestens Ende des Jahres 2021. Es kann so kommen, dass das so ähnlich ist beim Influenza-Impfung. Umso älter man ist, umso schlechter wirkt das. Dann haben wir wieder ein Problem. Und es kann passieren, dass das Ganze nicht funktioniert, zum Beispiel, weil dann doch Nebenwirkungen auftreten, die Leute sich nicht impfen lassen und so. Und da mache ich mir Sorgen. Wir rutschen jetzt in den zweiten Lockdown im Grunde hinein, weil wir keine Alternativstrategie bislang diskutieren, nicht überlegen, wie kämen wir denn um einen zweiten Lockdown herum. Ist ein Lockdown überhaupt vernünftig? Darf ich noch mal provozieren zum Schluss? Unbedingt. Prüfen Sie sich mal selbst. Bei mir geht es genauso. Schlimm verbockt haben das Boris Johnson und Trump, nicht? Und Bolsonaro in Brasilien. Und gut gemacht haben es Länder, die eben einen starken Lockdown verhängt haben, wie Italien, Frankreich, Spanien, Peru, Argentinien. Bitte schauen Sie sich einfach die Daten an. Die Länder, die ich jetzt genannt habe, haben fast alle ungefähr dieselbe Todesrate pro 1 Million Einwohner. Schweden, Italien, Spanien, Frankreich, Brasilien, USA liegen alle zwischen 50 und 70 Todesrate pro 1 Million. Peru hat einen brutalen Lockdown gemacht, hat dieselbe Todesrate wie Brasilien ohne Lockdown und so weiter. Wenn man ein bisschen Statistiken lesen kann, dann kann man nur sagen, Vorsicht. Vorsicht mit diesen simplen Botschaften. Das ist eine extrem komplexe Herausforderung. Und wenn es stimmt, was die Welthungerhilfe unterdessen annimmt, nämlich dass wir 30 Millionen zusätzliche Hungertote zu befürchten haben im globalen Süden wegen der Corona-Bekämpfungsmaßnahmen, dann muss man sagen, ist diese Form der Bewältigung dieser Strategie im globalen Maßstab gescheitert. Gescheitert. Wenn das zutrifft, wäre sie gescheitert. In Indien ist sie ganz offensichtlich gescheitert. Also ich will jetzt nicht zu lange darüber reden. Ich will nur dafür plädieren, lasst euch ein auf die Fakten, diskutieren wir offen über Alternativen und verengen wir nicht die ganze Debatte auf, bist du dafür oder dagegen. Das ist einer Demokratie nicht würdig. Lieber Boris Palmer, auch Ihnen gebührt noch ein Schlusswort zu dem Thema. Das war eigentlich schon ein sehr fabelhaftes Schlusswort, so gesehen, wenn Sie dem noch was hinzufügen wollen. Eigentlich muss man auf die Frage antworten, nein, aber ich mache es jetzt trotzdem. Ja. Also, alles andere hätte mich jetzt auch interessiert. Ja, also erstens volle Zustimmung und es zeigt auch, wir haben bis heute da die gleiche Sichtweise auf dieses Thema. Ja, auch ich gucke ständig diese Statistiken an und das war auch, was Sie gerade geschildert haben, der Punkt, wo wir angefangen haben, miteinander zu diskutieren, die Zahlen aus Italien. Ich würde es gerne mit dem Thema Medien und wie die das transportieren vielleicht nochmal verbinden. Das Inhaltliche teile ich vollständig. Heute in der Stuttgarter Zeitung, deswegen, Sie sehen, ich habe das immer dabei zum Zitieren, ja, ich habe es Flugmodus, ich poste nichts. Heute in der Stuttgarter Zeitung, wie viel gefährlicher ist der Coronavirus im Vergleich zur Influenza? Antwort, heute. Inzwischen liegen deutlich bessere Daten zur Infektionssterblichkeit vor als zu Beginn der Pandemie, sagt Clemens Wendner, ein Arzt aus München. Während beim Influenza-Virus etwa 0,05% der Infizierten sterben würden, läge dieser Wert beim Coronavirus bei rund 1%. Die Sterblichkeit ist also rund 20 Mal höher als bei Influenza, sagt Wendner. Und das ist eine Faktenaufklärungsseite der Stuttgarter Zeitung. Kleiner Nachteil, das ist komplett falsch, da stimmt nichts. Bei der Influenza ist 0,05% so der unterste Wert, den man überhaupt finden kann. Es gab Influenza-Wellen mit 2-3% Sterblichkeit. Waren schlimme, aber die gab es. Und wir hatten erst vor 3 Jahren eine mit 0,25. Man kann nicht zur Beschreibung des Risikos der Influenza den absoluten Minimalwert heranziehen, wenn man damit erklären will, dass Corona viel schlimmer ist und dann auch noch multipliziert, 20 Mal schlimmer.
Und bei Corona haben wir mittlerweile Ioannidis, eine der besten Metastudien, die einfach alles so zusammengefasst hat, was man finden kann, die kommt auf 0,4. Das heißt, die Wahrheit, und die ist jetzt wirklich empirisch belegbar, ist, Influenza und Corona, Covid-19, bewegen sich in einer ähnlichen Kategorie der Mortalitätsraten. Es ist noch gar nicht entscheidbar, was schlimmer ist, und es hängt vom jeweiligen Influenza-Virus ab. Und das ist über die gesamte Bevölkerung gesagt. Und dann kommt noch hinzu, dass diese extreme Gradiente beim Alter bei Covid-19 auftritt, weswegen man wirklich eigentlich sagen müsste, für Menschen unter 40 ist der Straßenverkehr mit Sicherheit gefährlicher als Covid-19. Das ist eine statistisch zulässige Aussage. Für Menschen über 80 gilt hingegen, Covid-19 kann häufig ein Todesurteil sein, wo ihnen kein Arzt mehr hilft. So weit geht es auseinander. Wie kann es sein, dass diese Auffassung, die da seit März rumgeistert und ursprünglich mal auch von Drosten propagiert wurde, der hat 16 Mal tödlicher veröffentlicht im März, dass diese Auffassung immer und immer weiter propagiert wird und uns vorgehalten wird. Und dass man, wenn man dagegen spricht, sofort in die Falle gerät, jetzt sind Sie ein Covidiot und Sie sind nicht verantwortlich und Sie bagatellisieren und verharmlosen. Passiert mir dauernd. Wenn ich das in Frage stelle, kommt diese Reaktion. Und da ist die Antwort wohl schon, die meisten Medien veröffentlichen nach wie vor alles, was der These entspricht, es ist hochgefährlich und deswegen sind die Maßnahmen berechtigt. Was der These widerspricht, wird mit großen Vorbehalten, mit spitzen Fingern angefasst und häufig gar nicht publiziert oder halt mit einem Ogu oder Abwertung versehen. Und das ist ein eindeutiger Bias, den wir bei der Flüchtlingspolitik erlebt haben, anderes Thema, aber gleicher Bias, und den wir jetzt wieder erleben. Und dieser Mangel an Objektivität und Bereitschaft, sich auch mit dem zu beschäftigen, was dem eigenen Weltbild widerspricht, Fakten zur Kenntnis zu nehmen, die einmal erworbenen Auffassungen entgegenstehen. Dieser Mangel, der ist tatsächlich etwas, was ich in unserer Medienlandschaft mit Covid-19 wieder ganz extrem erlebe, und damit es noch einen schönen knalligen Palmer zum Schluss gibt. Ich als Mathematiker sage Ihnen, das liegt daran, dass die alle schon in der Schule die Mathematik nicht mehr verstanden haben und gleich Journalisten werden wollten. Ich würde vermuten, dass ein Problem ist, darüber haben wir heute gar nicht geredet, dass die merkwürdige Entfernung von Fakten, und das ist nun, wenn mein Wissensstand, also man wird ja langsam selbst als Philosophin und Schriftstellerin irgendwie zur Hobby-Virologin, also wenn mein Wissensstand richtig ist, ist einfach die Wahrheit, dass die Faktenlage immer noch verdammt unklar ist. Und ich glaube, das ist das, was uns am allermeisten Angst macht. Also ich glaube, wenn, womit wir am allerwenigsten in unseren von einer Wohlstands- und Friedens- und Sicherheitszivilisation verwöhnten Ländern, wenn es irgendwas gibt, womit wir gar nicht umgehen können, ist es plötzlich das Verdikt, da draußen ist irgendwas unterwegs und du kannst es nicht berechnen wirklich. Jetzt muss der Mathematiker sogar Ihnen widersprechen, endlich mal streiten. Ja. Diese Unsicherheit hatten wir im März, weil da wussten wir weltweit von 400.000 Fällen und konnten die nicht berechnen und zuordnen. Heute haben wir, glaube ich, 30 Millionen bekannte Fälle und wir können die Todesraten berechnen. Die Unsicherheit ist vorbei. Es gibt Metastudien, die 0,4% sind eine sehr zuverlässige Zahl. Wir können das heute sagen, wir wissen es jetzt. Und die gute Nachricht ist, es ist nicht Ebola, es ist halt kein Killer-Virus, der uns alle morgen über den Jordan schickt, sondern das ist leider, was Professor Püschel schon im März gesagt hat, der Hamburger Pathologe, es ist ein Abräumer. Menschen, die kurz vor dem Tod sind, werden von diesem Virus in ungerechter Weise getötet. Ja. Und es sind aber in erster Linie, es sind haben Sie das schon mal gesagt oder haben wir morgen wieder eins? Nein, ich hab das im April inhaltlich zutreffend gesagt und alle Dresche schon dafür bekommen. Okay, ich bin also gut, jetzt okay, da nicht mehr durch, zu belangen. Ne? Meine Damen und Herren, es wurde dann fast noch launig zum Schluss, obwohl die Lage ernst ist. Aber vielleicht ist das auch was, was wir nicht ganz verlernen sollten, manchmal zwischendurch zu vergessen, dass der Humor auch nicht völlig im Keller geparkt werden sollte. Ansonsten geht mir nur der Satz durch den Kopf. Es gab mal ein berühmtes Zitat von einem polarisierenden deutschen Kanzler, und frei nach diesem Zitat ist vielleicht eine Parole, die man unserer Demokratie mit auf den Weg geben kann: mehr Rationalität wagen. Vielleicht ist das eine Parole, mit der wir besser durch manches kämen.
Meine Damen und Herren, wir sind am Ende. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei meinen beiden munteren Mitstreitern. Vielen Dank, Professor Julian Niederrümelin und Oberbürgermeister Boris Palmer. Ein herzliches Dankeschön an die Wüstenrot-Stiftung, an Stefan Krämer, auch ans Theaterhaus, dass Sie versuchen, in diesen bizarren Zeiten trotzdem so etwas Ähnliches wie ein Kultur- und Veranstaltungsbetrieb aufrechtzuerhalten. Größter Dank geht natürlich wie immer an Sie, dass Sie sich aus dem Haus getraut haben, dass Sie hier mit insgesamt, was sind wir, 103 oder 104 Menschen ausgeharrt haben, 90 Minuten lang. Lassen Sie uns alle hoffen, dass wir uns Anfang Dezember zur nächsten Veranstaltung sehen. Das ist die Veranstaltung, die eigentlich im März, glaube ich, schon lange her hätte stattfinden sollen, wo damals eben Lockdown war und gar nichts ging. Der Titel Quo Vadis Demokratie macht wahrscheinlich ungefähr da weiter, wo wir heute aufgehört haben. Meine Gäste dann sind die Politikerin Marina Weißband und der Politologe Herfried Münkler. Ich bin sicher, das wird nicht weniger aufregend als heute und ich würde so gerne sagen, ich hoffe, dass der Saal da noch wieder voll sein darf, aber da ich Realistin bin, glaube ich da nicht wirklich dran, sondern ich hoffe einfach nur, dass wir uns überhaupt in welcher Konstellation auch immer im Dezember hier wieder sehen können. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank. Wir sagen jetzt aber auch nochmal ganz herzlichen Dank an Sie für diesen Abend. Es war wohltuend, sowohl intellektuell anregend, inspirierend, aber ich glaube auch emotional war es einfach ein sehr schönes Erlebnis, dass wir das heute machen konnten. Das tut einfach gut, dass wir da weiter dranbleiben können. So zumindest hier im Saal. Ich hoffe, dass es auch im Streaming zu Hause so war. Da würde uns auch durchaus ein Feedback interessieren, wenn wir da eine Rückmeldung bekommen, weil wir befürchten tatsächlich, dass wir am 8. Dezember, da ist diese nächste Runde, unter ähnlichen Bedingungen das machen. Und wenn wir noch was dazulernen können, dann sehr gerne. Zu Ihrem Thema noch mit der konservativen Geschichte, das nehmen wir gerne mal auf. Einer der Grundsätze für uns in der Stiftungsarbeit ist ja, dass wir versuchen, aus unserem kulturellen Erbe auf verschiedenen Ebenen Antworten zu finden für die Zukunftsfragen unserer Gesellschaft. Nicht im Sinne von konservativ bewahrend, also immer nur die Uhr zurückdrehen, sondern in einer transformativen Kraft daraus eben neue Impulse zu gewinnen, die es uns erlauben, eine Brücke herzustellen zwischen Vergangenheit und Zukunft und da etwas mitzunehmen. Ich glaube, wir werden da etwas finden. Herzlichen Dank für Sie auch nochmal von Seiten der Wüstenrot-Stiftung, dass Sie da waren. Wir versuchen das am 8. Dezember mindestens in gleicher Form fortsetzen zu können. Kommen Sie gut nach Hause, bleiben Sie gesund.